Herzlich willkommen zur 73. Sitzung des Ausschusses Digitale Agenda, die öffentliche Anhörung heute. Der einzige Tagesordnungspunkt ist die öffentliche Anhörung zum drei Punkten zur Unterrichtung der Bundesregierung zu den Eckpunkten einer Datenstrategie auf der Bundestagsdrucksache 16075. Dann die Unterrichtung durch die Bundesregierung zur Datenstrategie der Bundesregierung, eine Innovationsstrategie für gesellschaftlichen Fortschritt und nachhaltiges Wachstum auf der Drucksache 26450 und einem Antrag der FDP-Fraktion Datenpolitik für Selbstbestimmung, Wettbewerb und Innovation auf der Drucksache 26538. Ich darf zuerst die Ausschussmitglieder und die Vertreter der Bundesregierung sowie die Öffentlichkeit begrüßen zu der 73. Sitzung. Wir haben als Hinweis für die Teilnehmer eine hybride WebEx-Sitzung. Das heißt, teilweise sind hier die Abgeordneten und die Sachverständigen und auch die Öffentlichkeit grundsätzlich, ich sehe allerdings derzeit keine hier, wir haben, glaube ich, eine Anmeldung gehabt, hier im Saal, aber wir haben auch Sachverständige und auch Mitglieder des Deutschen Bundestages per WebEx zugeschaltet, die auch nachher dann natürlich Fragen stellen. Und die Öffentlichkeit ist ja in der öffentlichen Anhörung auch durch die Übertragung im Parlamentsfernsehen anwesend. Ich darf zuerst die Sachverständigen begrüßen. Professor Ulrich Kelber, Datenschutzbeauftragter oder um es genau zu sagen, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, so viel Zeit muss sein, per WebEx zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Kelber. Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider von der Rheinischen Friedrichs-Wilhelms-Universität in Bonn, hier im Saal, herzlich willkommen. Professor Dirk Heckmann, Professor Dr. Dirk Heckmann, Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Recht und Sicherheit der Digitalisierung an der School of Governance in München. Auch hier im Saal, herzlich willkommen. Frau Aline Blankertz, Projektleitung Datenökonomie der Stiftung Neue Verantwortung. Auch hier im Saal, steht alles hier noch per WebEx, aber das ist nicht mehr aktuell. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Frederik Richter vom Vorstand der Stiftung Datenschutz, auch hier im Saal, herzlich willkommen. Dr. Henriette Litter, Geschäftsführerin Open Knowledge Foundation Deutschland, per WebEx zugeschaltet, herzlich willkommen. Und Frau Lina Erich, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., auch per WebEx zugeschaltet. Herzlich willkommen. Ein paar Hinweise zum Ablauf der Sitzung. Die Sachverständigen werden gebeten, zu Beginn ein ungefähr fünfminütiges Eingangsstatement zu halten. Wir haben von Ihnen ja teilweise auch schriftliche Unterlagen erhalten. Sie haben einen Fragenkatalog bekommen. Jede Fraktion erhält anschließend ein Zeitfenster von 5 Minuten. Hier im Digitalausschuss funktioniert das so, dass in diesen 5 Minuten pro Fraktion die Frage und die Antworten jeweils enthalten sind. Oder um es ganz klar zu sagen, je kürzer sich der Abgeordnetenkollege, die Abgeordnetenkollegin halten, desto mehr Zeit bleibt dann für die Antwort der Sachverständigen. Wen in diesen 5 Minuten oder mit wem dieses Gespräch geführt wird, obliegt dann den Kollegen der Fraktionen. Und im Idealfall entsteht so etwas wie ein Gespräch. Genau das ist zumindest von uns so gewünscht. Die Sachverständigen, bitte, wenn Sie angesprochen werden von den Kollegen in den 5 Minuten, antworten direkt. Ich werde dann nicht das Wort erteilen, sondern innerhalb dieser 5-Minuten-Fenster soll im Idealfall ohne mich ein Gespräch entstehen. Ich bin da gar nicht notwendig. Bei jeder weiteren Fragerunde machen wir dann nochmal, wir haben uns auf 2 Fragerunden geeinigt, die machen wir auf jeden Fall. Falls es irgendwie knapp wird, würden wir die Redezeit verkürzen. Das werden wir nachher dann sehen. Außerdem ein gemeinsamer Fragenkatalog der Fraktionen liegt vor, wurde auch an die Sachverständigen versendet, gibt es auch als Ausschussdrucksache auf der Drucksachennummer SB 19-2315. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen liegen den Ausschussmitgliedern vor und wurden auf der Internetseite des Ausschusses auch veröffentlicht. Es wird heute ein Wortprotokoll angefertigt und ich habe es schon gesagt, die Anhörung wird live im Internet auf Kanal 3 des Parlamentsfernsehens gestreamt und ist anschließend auch für die Nachwelt in der Mediathek des Bundestages vorgehalten. Nochmal der Ordnung halber ein paar Hinweise zum technischen Verfahren. Ich glaube, ich muss allgemein nichts mehr sagen zum Thema Videoconferencing. Das können wir jetzt alle. Aber bitte vergessen Sie nicht, die Mikrofone auszuschalten, vor allen Dingen auch hier im Saal. Das führt sonst zu unschönen Rückkopplungen auch bei den Teilnehmern, WebEx-Teilnehmern.
Aber bitte auch, wenn Sie gesprochen haben, die Sie per WebEx zugeschaltet sind, bitte nachher auch immer das Mikro wieder ausschalten. Ja, das Thema heute der Sachverständigenanhörung ist die Datenstrategie der Bundesregierung und der genannte Antrag. Daten bilden die Grundlage der digitalen Gesellschaft und sind mittlerweile allgegenwärtig. Daten innovativ, Stichwort Internet of Things, Daten verantwortungsvoll, Stichwort Datenschutz und auch wettbewerbsgerecht, Stichwort Nutzungsrechte zu behandeln, stellt eine der größten und wichtigsten Aufgaben unserer Zeit dar. Dazu gehört zum Beispiel, Mobilitätsdaten zu nutzen, um Staus zu vermeiden und klimafreundliche Verkehrskonzepte zu ermöglichen. Dazu gehört auch die Datenplattform Gaia-X, die Daten von der Wirtschaft und für die Wirtschaft europaweit zugänglich machen soll. Der Ausschuss Digitale Agenda hatte sich in seiner 63. Sitzung im Oktober 2020 im Rahmen einer öffentlichen Anhörung bereits ausführlich mit dem Projekt Gaia-X befasst. In seiner heutigen Anhörung möchte der Ausschuss nunmehr externen Sachverstand einholen, um die verschiedenen mit der Datenstrategie der Bundesregierung im Zusammenhang stehenden Aspekte näher zu beleuchten. Uns interessiert, ob und wie weit die Datenstrategie aus Ihrer Sicht, sehr geehrte Sachverständige, geeignet ist, einen Beitrag zum Erhalt oder zur Rückgewinnung der digitalen Souveränität des Einzelnen zu leisten und Innovationen zu fördern. Zudem stellt sich die Frage, ob eine solche Datenstrategie hinreichend zielstrebig die vielfältigen Bereiche stringent zusammenführt und auch eine tatsächliche Strategie darstellt. Als Ausschuss Digitale Agenda sind wir natürlich auch daran interessiert, welche politischen und gesetzgeberischen Maßnahmen Sie über die Datenstrategie hinaus empfehlen möchten. Und wir beginnen jetzt mit den circa fünfminütigen Eingangsstatements. Als ersten Sachverständigen darf ich Herrn Professor Kelber um ein Statement bitten. Herr Kelber, bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten. Ich begrüße die Vorlage einer Datenstrategie durch die Bundesregierung. Sie schafft Orientierungspunkte für die Bürgerinnen und Bürger, wohin die Reise geht in Sachen Digitalisierung. Sie erlaubt auch einen ersten Ausblick darauf, wie die Antwort der Bundesregierung auf die digitalpolitisch national und in Europa in den Mittelpunkt gerückte Frage nach der Datenwirtschaft aussieht. Meine Bilanz der vorgelegten Datenstrategie fällt gemischt aus. Positiv sind einerseits die mehrfachen deutlichen Bekenntnisse zum Datenschutz und zur Selbstbestimmung in der Digitalisierung. Aus vielen spricht, wie ich meine, ein in der Bundesregierung verankertes Verständnis für die Rolle des Datenschutzes bei der Schaffung von Vertrauen und Akzeptanz in einer Datenökonomie. Und ein Beispiel, das der Herr Vorsitzende bereits angesprochen hatte, ist Gaia-X und auch die Berücksichtigung bei diesen Großprojekten von Datenschutz, Open Source, IT-Sicherheit von Beginn an, also Privacy by Design. Andererseits kommt im eigentlichen Maßnahmenkatalog der Datenstrategie der Datenschutz und die Frage der Selbstbestimmung dann eben doch zu kurz. Die These, wonach die Datenschutzgrundverordnung von den Maßnahmen der Datenstrategie unberührt bleibe, erscheint mir angesichts der Dimension der insgesamt angedachten Veränderungen nicht zutreffend. Und die Dimension der Veränderung erschließt sich nämlich nicht aus der vorgelegten Datenstrategie allein. Sie ergibt sich erst aus der Zusammenschau mit dem Gesamtpaket von Maßnahmen, die auf europäischer Ebene auf uns zukommen. Letztlich liegt das harte legislative Geschäft der in der Strategie angedeuteten zentralen Fragen auf der europäischen Ebene und damit Vorlagerecht der Europäischen Kommission. Das wichtigste Beispiel dafür bietet der jetzt vorliegende Entwurf des Data Governance Act, der die Punkte anspricht, die auch in der Datenstrategie vorhanden sind. Es soll nur eine Rahmenregelung sein, die erst später im dritten Quartal scharf geschaltet wird, aber das Ziel davon, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gestaltung der Datenstrategie, ob es um erweiterte Datenportabilität, Datenteilungspflichten, Datenschutzvorgaben für Treuhänder gibt, das wissen wir nicht, aber es werden Pflöcke eingeschlagen und das muss dann sich auch in den angedachten Maßnahmenkatalog und der Verhandlungsposition der Bundesregierung niederschlagen. Drei Punkte zur Datenstrategie, bei denen aus meiner Sicht der Datenschutz zu kurz kommt. Erstens, das Gutachten der Datenethikkommission, ein umfangreicher Katalog von Vorschlägen,
wird nicht abgedeckt. Ich nenne ein Beispiel: vorsätzliche De-Anonymisierung personenbezogener Datenbestände ist vorgeschlagen worden, mit einem Straftatbestand zu begegnen. Im neuen US-Recht auf kalifornischer Ebene, aber auch weitere Bundesstaaten, wurde eine solche Regelung geschaffen, fehlt aus meiner Sicht im Maßnahmenkatalog. Zweitens, der gefühlte Kontrollverlust in Sachen Selbstbestimmung ist sowieso eine alltägliche Erfahrung. Die Idee der Delegation an selbstlose Datentreuhänder, die als Stellvertreter und Experten diese Rechte quasi wahrnehmen, liegt auf der Hand. Gerade im Zusammenspiel mit dem Data Governance Act muss man eben aufpassen, was könnten die Eigeninteressen sein und wo liegt dann auch die Rolle der Datenschutzaufsichtsbehörden, um die Grenzen zu setzen an dieser Stelle. Hier droht eine zersplitterte Aufsichtslandschaft. Drittens, in der Datenstrategie sind Open Data Förderungsmaßnahmen vorgesehen. Das ist eindeutig zu begrüßen, mit dem Ziel einer stärker gemeinwohlbezogenen Agenda der Datenpolitik. Und natürlich bei anonymisierten Daten als öffentlichen Gut auch entsprechend mit anderen Fragestellungen wie Open Source, Bürgermitsprache und Ähnliches ein Teil der Reduzierung von Abhängigkeit und der Schaffung von Vertrauen. Wenn man Datenstrategie und Digital Governance Act nebeneinander legt, sieht man aber, dass es hier eben durchaus unklar ist, wann sind in solchen Sets auch personenbezogene Daten, die dann auch bis in die Privatwirtschaft gehen müssen. Also eine Verletzung der Idee, offene Daten nutzen, private Daten schützen. Und in diesen Bereichen, bei der Einhegung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger, auch in einer Datenökonomie, muss das Maßnahmenpaket der Datenstrategie ergänzt werden. Das ist unser wichtigster Ansatzpunkt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Kelber. Das war eine Punktlandung mit 15 Sekunden Guthaben. Die nächste Sachverständige, Frau Professor Specht, bitte schön. Einladung, genau, das Mikro habe ich angemacht. Herzlichen Dank für die Einladung. Auch ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich die Datenstrategie der Bundesregierung grundsätzlich begrüße und meine, dass die richtigen Themen adressiert sind und auch die Grundrichtung stimmt. Datenpolitik ist ein ganz, ganz wichtiges Politikfeld, das auch in Zukunft unbedingt weiterhin mit Nachdruck bearbeitet werden sollte. Inhaltlich ist die Datenstrategie nach meinem Ermessen in vielerlei Hinsicht eine wichtige Problemidentifikationsstrategie, nicht aber in jeder Hinsicht auch eine Problemlösungsstrategie. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass eine stärkere Nutzung jedenfalls nicht personenbezogener Daten in der Datenwirtschaft, aber genauso auch in der Forschung dringend erforderlich ist, um das Potenzial, das in diesen Datenbeständen liegt, auch endlich auszuschöpfen. Ich habe mich in meiner Stellungnahme entsprechend meinem Forschungsschwerpunkt darauf konzentriert, wie wir diese verstärkte Datennutzung tatsächlich erreichen können. Und ich glaube, wir brauchen dazu drei Dinge, die von der Datenstrategie zum Teil angesprochen sind, zum Teil aber auch noch nicht. Was sind das für Dinge? Materiellrechtliche Datenzugangsansprüche, verstärkte Datentreuhandlösungen und Rechtssicherheit, vor allem im Bereich des Datenschutzrechts. Lassen Sie mich zu allen drei Punkten ganz kurz ausführen. Materiellrechtliche Datenzugangsansprüche. Wir brauchen Datenzugangsansprüche, und zwar sowohl sektorspezifisch, das sieht auch die Datenstrategie so vor, als auch, und hier ist noch Nachbesserungsbedarf, zweckgebunden intersektoral, zum Beispiel zugunsten einer medizinischen Forscherin, eines medizinischen Forschers, der Zugang zu Daten aus dem Ernährungssektor benötigt. Wir benötigen keine undifferenzierten horizontalen Datenteilungspflichten. Materiellrechtliche Datenzugangsansprüche existieren bereits, Legislata vereinzelt. Ich glaube, wir müssen uns ganz, ganz genau anschauen, wo ein fehlendes Datenteilen heute auf einem Marktversagen beruht und wir daher eine ökonomische Evidenz für weitere Datenzugangsansprüche haben und wo das nicht der Fall ist. Die Forschung ist meines Erachtens ein Bereich, den wir dabei im gesamtgesellschaftlichen Interesse besonders dringend betrachten müssen. Datentreuhandlösungen. Datentreuhandlösungen sind aus meiner ganz persönlichen Sicht die zentrale Einheit zur Lösung einer ganzen Reihe von Problemen, vor denen die Datenwirtschaft heute steht und auch die Forschung heute steht. Wir dürfen daher aus meiner Sicht keinesfalls jetzt den Fehler machen, diese Entwicklung von Datentreuhandlösungen, die ohnehin nur sehr, sehr zögerlich voranschreitet, zu beeinträchtigen mit zu erheblicher Regulierung. Datentreuhand, was ist das eigentlich? Unter dem Stichwort der Datentreuhand werden ja ganz, ganz vielfältige, teils sehr heterogene Geschäftsmodelle
diskutiert. Gemeinsam ist diesen Geschäftsmodellen, dass es sich um einen Intermediär handelt, der da auftritt und dessen Aufgabe es eben ist, den Zugang zu Daten im Fremdinteresse zu mitteln. Das kann zum Beispiel eine vertrauenswürdige Datenspeicherstelle sein, die auf freiwilliger Basis oder auch als gesetzlich verpflichtender Intermediär zur Speicherung von Daten, das weiß ich, aus dem vernetzten Fahrzeug beispielsweise eingesetzt wird. Und die eben den Zugang zu den Daten nach gesetzlich oder privatautonom vorgegebenen Regeln entscheidet. Datentreuhandlösungen können aber auch ganz andere Aufgaben haben. Da liegt das Potenzial. Sie können anonymisieren, pseudonymisieren, Daten auswerten in geschützten Räumen, sodass nur die Auswertungsergebnisse nach außen gelangen. Daher der Geschäftsgeheimnisschutz oder auch das informationelle Selbstbestimmungsrecht durch solche Lösungen gestärkt wird. Auch Personal Information Management Systeme, PIMS, sind solche Datentreuhandlösungen, mitteln doch den Zugang zu Daten des Betroffenen im betroffenen Interesse. Diese ganz verschiedenen Datentreuhandmodelle, es gibt noch viel mehr, wir könnten darüber 3 Tage sprechen, die sind aus meiner Sicht dringend zu systematisieren und sollten je nach Modell auf ihren Regulierungsbedarf untersucht werden. Ich glaube, wir dürfen keinesfalls den Fehler machen, undifferenziert zu regulieren, undifferenziert sämtliche Modelle mit einem One-Size-Fits-All-Ansatz zu regulieren. Wir benötigen aus meiner Sicht eine anreizbasierte, ermöglichende Regulierung. Und ich würde mir sehr wünschen, dass in dieser Hinsicht auch auf den Entwurf des Data Governance Acts eingewirkt wird. Rechtsunsicherheit, insbesondere im Bereich des Datenschutzrechts. Rechtsunsicherheit, insbesondere im Bereich des Datenschutzrechts, halte ich für einen ganz wesentlichen Parameter, der vor allem die Datenzugangsgewährung auf freiwilliger Basis hindert. Die Datenstrategie der Bundesregierung setzt hier zur Verbesserung vor allem auf technische Lösungen, Standards zur Anonymisierung. Das ist wichtig, aber es ist nicht ausreichend. Wir brauchen 2 weitere Dinge. Vermutungsregelungen, die vorsehen, dass bei Einhaltung der Anonymisierungsstandards eine Anonymisierung auch tatsächlich vorliegt. Und einen Erlaubnistatbestand zur kurzfristigen Erhebung von Daten zu Zwecken der Anonymisierung, sofern die Ausgangsdaten unmittelbar nach der Anonymisierung wieder nach vorgegebenen Standards gelöscht werden. Warum? Weil auch eine Anonymisierung von Daten zuvor eine, wenn auch sehr, sehr kurzweilige, nicht anonymisierte Erhebung und Zwischenspeicherung der Daten erfordert. Und um das rechtssicher zu ermöglichen, würde ich mir diesen neuen Erlaubnistatbestand entsprechend 44a Urheberrechtsgesetz wünschen. Letzter Satz. Es sollte zugunsten der Effektivität des Datenschutzrechts auf europäischer Ebene meines Erachtens darauf hingewirkt werden, dass die Geltendmachung von betroffenen Rechten, die Erteilung und der Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung durchaus in Stellvertretung durch einen Datentreuhänder möglich ist. Das führt nicht zu weniger, sondern wenn wir es richtig machen, zu mehr Datenschutz. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Professor Specht. Und der nächste Sachverständige ist Herr Professor Heckmann. Bitte schön. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Sitzung. Ich kann mich dem Lob über die Datenstrategie nur anschließen. Ich halte sie für sehr gelungen. Gerade im Vergleich mit anderen Strategien ist sie nicht nur sehr fundiert, sondern auch angemessen konkret. Ich habe das in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, worauf ich verweisen möchte und möchte in diesem Statement den Blick auf etwas größere Zusammenhänge lenken. Dies gilt besonders für das Verhältnis von Datenschutz und Datennutzung. Beides steht keineswegs im Widerspruch. Die Datenstrategie formuliert schon zu Beginn das Ziel, innovative und verantwortungsvolle Datenbereitstellung und Datennutzung signifikant zu erhöhen in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft und der Verwaltung. Gleichzeitig will sie auf Basis der europäischen Werte eine gerechte Teilhabe sichern, Datenmonopole verhindern und zugleich Datenmissbrauch konsequent begegnen. Das ist aus meiner Sicht genau der richtige Ansatz. Die Nutzung von Daten, besser gesagt von Informationen, ist eine Grundvoraussetzung für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die nicht zuletzt auch eine Vielzahl von Grundrechten schützen. Ganz besonders derzeit das Grundrecht auf Schutz von Leben und Gesundheit oder wie es Artikel 35 der Grundrechtecharta ausdrückt, das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung. Hierfür müssen in erster Linie Sachdaten verfügbar sein, möglichst tagesaktuell und einfach zugänglich. Man denke nur daran, dass zu Beginn der Pandemie keine verlässlichen Aussagen zur Ausstattung der Intensivstationen verfügbar waren. Eine bessere Datengrundlage kann auch dazu beitragen, die aktuellen weitreichenden Freiheitsbeschränkungen in der Pandemie wenigstens teilweise zu beenden. Für Zwecke medizinischer Forschung wird auch zukünftig der Zugang zu Gesundheitsdaten unerlässlich sein. Die Datenstrategie erkennt auf allen Stufen legitimer Datennutzung die Herausforderungen, sei es bei den Sachdaten, den anonymisierten Daten oder den personenbezogenen Daten.
Für die Sachdaten mit ihrem bei weitem nicht ausgeschöpften Nutzen schafft sie strukturierte Datenräume mit entsprechenden Sicherheitsstandards, Interoperabilität und Zugangsrechten. Den Risiken einer De-Anonymisierung begegnet sie mit einer starken Förderung der Anonymisierungsforschung. Man kann auf all diesen Stufen Risiken erkennen, denen man durch adäquate Technikgestaltung und organisatorische Vorkehrungen begegnen kann und muss. Man kann anschließend immer weitere Risiken ins Feld führen, wie dies etwa geschieht, wenn auf De-Anonymisierung durch den Einsatz neuer Technologien hingewiesen wird. Spätestens dann ist aber verfassungsrechtlich abzuwägen, denn die Datennutzung schützt ebenso hochrangige Grundrechte. Vergessen Sie bitte nicht diese Chancen. Letztlich dienen die Leitbilder der Datenstrategie wie die Etablierung einer Datenkultur, die Erhöhung der Datenkompetenz aller Akteure oder die Vorbildfunktion des Staates genau diesem ausgewogenen Verhältnis von Datenschutz und Datennutzung. Auch der Paradigmenwechsel hin zu einer offeneren, experimentierfreudigen und agilen Verwaltung lässt sich damit vereinbaren. Erlauben Sie mir zum Schluss eine Bemerkung, die auf Ihre Frage zum nahen Ablauf der Legislaturperiode abzielt. Die Umsetzung der Datenstrategie erschöpft sich nicht in gesetzgeberischen Initiativen, sondern adressiert vielfach Praxisprojekte, die sich ohne weiteres in absehbarer Zeit umsetzen lassen. Die Datenstrategie ist weder mit einem Gesetz, das der Diskontinuität zum Ende der Legislaturperiode verfallen könnte, vergleichbar, noch fängt sie inhaltlich bei Null an. Vielmehr schöpft sie ihren Wert aus der umfassenden Bestandsaufnahme, Strukturierung und einer Vielzahl von neuen Handlungsempfehlungen sowie Verweisen auf laufende Projekte. Sie ist damit eine wahre Fundgrube an Informationen, Ideen und Wegweisern. Diesen Wert verliert sie nicht mit Bildung einer neuen Bundesregierung. Diese ist in rechtlicher Hinsicht selbstverständlich so wenig an die Strategie gebunden, wie es die jetzige Regierung ist. Vielmehr geht es um eine politische Selbstbindung, die an die Überzeugungskraft der Ideen anknüpft und sich damit zugleich für künftige Akteure empfiehlt, soweit dies im politischen Alltag natürlich wirken kann. Daneben ist die Datenstrategie Orientierungspunkt und Inspirationsquelle für alle relevanten politischen Akteure, auch für die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft. Für diese wiederum markiert die Bundestagswahl ohnehin keine Zäsur. So gesehen wird es jetzt und auch zukünftig Forschungsprojekte, Geschäftsideen und gesellschaftliche Debatten geben, die auf dem Gerüst der Datenstrategie aufsetzen und in den jeweils fachlich einschlägigen Ministerien ihren Widerhall finden mögen. Die Umsetzung der Datenstrategie ist ein kurz-, mittel- und langfristiger Prozess auf vielen Ebenen, der auch vom wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs, vom politischen Wettbewerb und dem Gestaltungswillen der Fachressorts lebt. Das in die Datenstrategie implementierte Monitoring wird weiter Auskunft darüber geben, wie erfolgreich dieser Diskurs, der Wettbewerb und Gestaltungsprozess verlaufen. Auch die heutige Ausschusssitzung ist schon Teil dieses Diskurses. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Heckmann. Die nächste Sachverständige ist Frau Aline Blankertz. Bitte schön. Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung als Sachverständige zur heutigen Anhörung. Die Datenstrategie hat viel Gutes, dennoch möchte ich mit einem Punkt zur Formkritik beginnen. Denn die Datenstrategie ist leider keine Strategie im Sinne des Wortes, also dass sie einen Rahmen setzt, um zukünftige Aktionen in ihrer Richtung zu lenken. Sie listet 234 Maßnahmen, von denen 62% bereits laufen. Darüber hinaus wird viel geprüft, gefördert, unterstützt, sich eingesetzt oder weiter fortgesetzt. Dies ist besonders ausgeprägt in den Themenbereichen 1 bis 3. Dort beschreiben nur 37% der Maßnahmen eine klar definierte Aktivität. Dadurch wird es sehr schwierig zu beurteilen, welche Ziele noch zukünftig mit der Datenstrategie verfolgt werden, geschweige denn, ob sie erreicht wurden. Und da kommen wir zu den Inhalten. Ich möchte drei wichtige Aspekte herausgreifen: die Datensouveränität, die Möglichkeiten für VerbraucherInnen und Verfahren zur Entsensibilisierung von Daten. Zur Infrastruktur und Datensouveränität. Die Souveränität ist ein ambivalenter Begriff. Er steht gerade für territoriale Herrschaftslogiken und nicht für einen wertebasierten, offenen Datenmultilateralismus. Wir brauchen eine saubere Operationalisierung, damit klar definiert ist, welche Ziele mit der Infrastrukturförderung verfolgt werden. Das gilt insbesondere für das Großprojekt Gaia-X, das so stark politisch aufgeladen wurde, dass kaum ein Unternehmen nicht dabei sein möchte. Das Ziel, eine Cloud-Interoperabilität, rechtfertigt nicht offensichtlicherweise Debatten, zum Beispiel über die Herkunft der mitwirkenden Unternehmen. Der zweite Punkt, mehr Möglichkeiten für VerbraucherInnen.
Die Probleme für VerbraucherInnen sind in Abschnitt 2.4 zwar treffend analysiert, jedoch sind die Maßnahmen bei weitem unzureichend. Wir haben zwar Datenschutz, aber keine Werkzeuge, mit denen VerbraucherInnen ihre Datenrechte und Interessen effektiv durchsetzen können. Das Konzept, mit dem man oft versucht, Datenschutz und Datenaustausch zu versöhnen, sind die Personal Information Management Systems, kurz PIMS, und auch schon hier gehört. Es gibt bei denen nur einen Haken. Leider sind PIMS immer noch kein massentaugliches Produkt. Wer von Ihnen hat sich denn schon bei einem PIMS angemeldet? Ich bei mehreren, doch aktiv nutze ich leider keinen, weil es einfach sehr wenig gibt, was man aktuell mit ihnen machen kann. Statt über mehr Hürden für Datendienste für VerbraucherInnen nachzudenken, müssen wir mehr über ermöglichende Regulierung nachdenken. Ein Ansatzpunkt oder vielmehr eine Voraussetzung ist, wie auch schon von Luisa Specht erwähnt, dass VerbraucherInnen die Ausübung von Betroffenen bzw. Datenrechten an PIMS delegieren können. Reallabore können helfen, um abgegrenzt und überwacht Regulierungsmaßnahmen zu testen. Dann sollten wir auch nicht zögern, die DSGVO kritisch zu überdenken. Das Paradigma der informationalen Selbstbestimmung ist für viele VerbraucherInnen auch eine Bürde und wird auch nicht dem kollektiven Charakter von Daten gerecht. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Risiken der Datennutzung, Personenbezug und Verschlüsselung. Es gibt Risiken, die von der Erhebung bzw. Nutzung von Daten ausgehen, die keinen oder nur indirekten Personenbezug haben. Hier geht die Datenstrategie erste Schritte, doch räumt der Thematik nicht den nötigen Raum ein. Risiken bestehen zum Beispiel im Kontext des Federated Learning. Dieses erlaubt, einen Algorithmus zu lokal gespeicherten Daten zu schicken, sodass dieser lernt, ohne dass die Daten mit einer zentralen Stelle geteilt werden. Das verhindert aber nicht, dass Algorithmen möglicherweise sensible Daten aufnehmen oder Diskriminierung lernen. Und beispielsweise will Google damit konkret personenbezogene Cookies ersetzen und weiter gezielte Werbung schalten. Doch auch wenn das DSGVO-konform ist, besteht weiter das Risiko, dass Werbung gezielt manipulativ bzw. auf Mitglieder bestimmter Gruppen zugeschnitten wird. Deswegen brauchen wir Verfahren, um Datensets zu entsensibilisieren, also ohne Preisgabe vertraulicher Datenpunkte nutzbar zu machen. Das gilt für die Vertraulichkeit sowohl in Bezug auf den Personenbezug als auch die Geschäftsgeheimnisse. Es ist sehr zu begrüßen, dass hierzu eine bessere Vernetzung stattfinden soll, die auch die internationale Forschung einschließen sollte. Eine Förderung von Forschungsvorhaben sollte neben Forschungsinstituten auch praktische Anwendungen mit kommerziellen oder nicht kommerziellen Organisationen einbeziehen. Meine drei Wünsche noch einmal zusammengefasst. Bitte überlegen Sie sich genau, was Sie mit Dateninfrastruktur fördern wollen und ob bzw. welche Form der Datensouveränität wünschenswert ist. Zweitens, bitte denken Sie daran, wie Sie VerbraucherInnen mehr Möglichkeiten geben können und dabei nicht unbedingt primär kleinen Anbietern mehr Regulierung aufdrängen. Und drittens, bitte fördern Sie die Entsensibilisierung von Daten, um Risiken von Datenerhebung und Nutzung systematisch zu senken. Vielen Dank. Danke schön, Frau Blanketz. Die nächste Sachverständige ist Frederike Richter. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr geehrte Abgeordnete. Ich beginne mal mit dem Lob. Gut gefallen hat mir der Ansatz der Datenstrategie, auf dem Datenschutz aufbauen zu wollen. Das klingt trivial, aber das ist es nicht, denn das Wort verantwortungsvoll, was hier hochgehalten wird, ist zu Recht sehr wichtig. Denn wenn Freiheit Verantwortung meint, dann ist Datennutzung auch Datenverantwortung. Das kann aus meiner Sicht nur zusammengehen. Sehr gut ist weiterhin, dass die Datenkompetenz ausgebaut werden soll. Nicht nur, weil niemand etwas gegen mehr Kompetenz haben kann, sondern weil diese gerade im Umgang mit Daten so wichtig ist. Wer eine unterentwickelte Datenumgangskompetenz hat, zu wenig Data Literacy, der schafft womöglich unnötige Risiken für Grundrechte. Und dessen womöglich Zögerlichkeit beim Datenteilen hilft auch nicht bei der Erreichung der Ziele dieser Strategie. Deshalb ja zum angestrebten Ausbau von entsprechenden Förderprogrammen wie GoData vom BMWi. Wir sind da als Bundesstiftung für den Datenschutz gerne unterstützend dabei. Und weil die Wirtschaft oft Beratung auch bei der Datenschutzaufsicht sucht und nicht findet, weil in vielen Bundesländern keine Kapazitäten für Beratung mehr da sind, deshalb brauchen wir auch eine bessere Ausstattung der Datenschutzbehörden oder eine bessere Arbeitsteilung. Rätseln lässt mich dagegen ein wenig der Zeitplan. Eine Datenstrategie erwarte ich eher am Anfang einer Legislatur, weniger am Ende. Wenn zwischen der Vorlage von Eckpunkten und der Vorlage der Ausfüllung dieser Eckpunkte mehr als ein Jahr vergeht, dann klingt das nach viel Uneinigkeit,
Warum diese Uneinigkeit, wenn zudem zwischen den Eckpunkten und der vorgelegten Strategie ja keine Welten liegen? Das ist ja letztlich die Frage, ob das nicht hätte schneller gehen können. Das gemeinsame Ziel, mehr Datennutzung unter Zugrundelegung des geltenden Rechts, das sollte ja eigentlich unstreitig sein. Man könnte auch Gleichpunkte umsetzen, zum Beispiel im laufenden Verfahren zum TTDSG. Da waren die PIMs ja schon, da gab es ja schon Regelungsansätze dazu, die sind wieder rausgefallen. Das bedauere ich sehr. Man hätte erste Leitplanken dafür setzen können. Vielleicht entwickelt sich dann der Markt, der noch unterentwickelt ist. Also das gebe ich noch mal zu bedenken. Auch Regelungen zu Treuhandstrukturen, die Datentreuheit ist da ja schon ansatzweise erwähnt, da noch mehr Regelungen zu schaffen. Warum nicht ein laufendes Verfahren, kein Zeitverlust? Wichtig ist mir vor allem die Herausstellung des übergeordneten Ziels und der Grundprämisse, um aus diesem oft unterstellten oder tatsächlichen Gegeneinander von Zielen ein Miteinander zu machen. So dass es dann am Ende heißt, Datenzugang und Datenteilung ausweiten, ohne Datenschutz einzuschränken. Grundrechtsschutz und Innovation, Datenautonomie und Datenökonomie. Wenn die Bundesregierung die Unsicherheiten im Datenschutz schmälern will, beseitigen will und zugleich Anreize schaffen will für mehr Datenteilung und Datenweitergabe, dann sollte sie aus meiner Sicht vor allem in Sachen Standards für die Anonymisierung etwas tun. Auch die Vereinheitlichung der Durchsetzung des Datenschutzrechts durch eine Institutionalisierung der Zusammenarbeit der Datenschutzaufsichtsbehörden, zum Beispiel durch ein innerdeutsches Kohärenzverfahren, das wäre auch denkbar im Rahmen einer kurzfristigen Novellierung des BDSG aus Anlass dessen Evaluierung in diesem Frühjahr, in diesem Sommer. In Richtung einer Verbindung der Ziele der Datenstrategie verstehe ich auch die ausdrücklich angestrebte neue Datenkultur, wo man sich ja zunächst fragt, was ist denn eine Datenkultur? Aus meiner Sicht muss es eine Verbindung sein aus einer Datenschutzkultur, die wir ja in Deutschland seit den 1970er Jahren bekanntlich haben, und einer Datennutzkultur, die noch etwas angefeuert werden muss. Auch bei der öffentlichen Hand sollte unter Datenkultur beides verstanden werden. Guter Schutz für die Daten der Bürgerinnen und Bürger plus eine Kultur der offenen Verwaltungsdaten. Hamburg, meine Heimatstadt, kann da ein gutes Vorbild sein unter Umständen. Ein Umdenken bei Verwaltungsdaten hin zu Open Data by Design, Transparenz by Default, könnte, glaube ich, in dem Bereich Datenteilung, Datenzugang vieles voranbringen. Und was die bereits mit den Eckpunkten benannten Vorbildcharakter des Bundes betrifft, diese Vorbildfunktion ausüben kann der Bund doppelt. Bei Datenumgang und Datenpolitik. Gutes Beispiel geben kann die öffentliche Hand sowohl bei der konkreten Verwendung von Daten als auch bei der Gesetzgebung bezüglich Daten. Nicht nur in den in der Strategie erwähnten Punkten, auch bei anderen Vorhaben. Stichwort persönliche Datenkontrolle, Datencockpits bei der elektronischen Patientenakte. Es gibt neben den vielen Punkten der Strategie, die in der Maßnahmenliste bereits als laufend gekennzeichnet sind, einige Maßnahmen, die sofort begonnen werden können. Ich nannte bereits welche und die nicht limitiert sind durch die ja noch überschaubare Anzahl an verbleibenden Sitzungswochen in dieser Legislatur. Zum Beispiel Denkanstöße nach Brüssel in Sachen Interoperabilität beim Instrument der Datenübertragung, der Datenportabilität, die nicht funktioniert in der Praxis bislang. Also es gibt da viel zu tun. Packen Sie es an, gehen Sie das, was jetzt noch geht, sofort an, fangen Sie an, aber mit dem Grundrechtsschutz im Hinterkopf. Dankeschön, Herr Richter. Das Wort hat jetzt die nächste Sachverständige, Frau Dr. Litter. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich sehe die Einladung nicht nur an mich persönlich, sondern auch teilweise als Einladung an die digitale Zivilgesellschaft an, die ja im Themenbereich Daten und insbesondere Open Data, was schon erwähnt wurde, ja auch seit langem aktiv ist und möchte auch hier einige Aspekte aus dieser eher breiteren Perspektive auch einspeisen. Die Datenstrategie folgt aus unserer Sicht einer richtigen gesellschaftlichen Zielsetzung und sie beinhaltet sehr viele, sehr kluge Problemanalysen, die ich teile und ausdrücklich begrüße. Besonders auch die Betonung gemeinwohlorientierter Datenpolitik.
In meinem Statement möchte ich nun drei Anregungen skizzieren. Erstens, die digitale Souveränität des Staates ist ja in aller Munde, wurde auch schon zitiert. Was ist mit der Gesellschaft? Um die digitale Souveränität der Gesellschaft zu stärken, braucht es eine nachhaltige Förderung von Open-Source-Infrastruktur. Dies kommt in der Datenstrategie bislang leider nicht vor. Digitale Souveränität bedeutet ja auch unabhängige und selbstbestimmte Nutzung und Gestaltung digitaler Technologien und Systeme, eben nicht nur für den Staat, durch den Staat, sondern eben auch für Organisationen und Individuen. Die Förderungen und der Einsatz von Open-Source-Software ist hierfür essentiell. Open Source erlaubt nämlich die Gestaltung der technischen Entwicklung entlang europäischer Werte und Interessen, insbesondere natürlich in Bezug auf den Datenschutz, aber auch Zugänglichkeit zum Beispiel. Dem Open Source Ökosystem in Deutschland, wenn es denn bereits eins gibt, fehlen gezielte und umfangreiche Investitionen, besonders im Bereich der offenen Basistechnologien, also Protokollen, Code-Bibliotheken oder auch Anwendungen, die eher auf der Software-Infrastrukturebene umgesetzt werden. Hier wäre es absolut wünschenswert, in der Datenstrategie auch Ausschreibungen von umfangreichen Förderprogrammen für digitale Open-Source-Infrastrukturen in Deutschland oder sogar in ganz Europa anzukündigen. Zum Beispiel auch nach dem Vorbild des US-amerikanischen Open Technology Funds, aus dem ja auch der Messenger-Dienst Signal hervorging. Zweitens, die Zivilgesellschaft muss nicht nur gefördert, sondern auch als kompetente Sparringspartnerin begriffen werden. Einerseits, und so steht es auch in der Datenstrategie, ist es völlig richtig, dass zivilgesellschaftliche Organisationen zu kompetenten Datennutzenden gemacht werden müssen, und diesen Kompetenzaufbau nachhaltig zu unterstützen, ist sehr begrüßenswert. Ein Großteil zivilgesellschaftlicher Organisationen hat digitalen Nachholbedarf. Andererseits existieren vielfältige zivilgesellschaftliche Organisationen, die bereits langjährige Expertise im Themenfeld Daten und Gesellschaft, gemeinwohlorientierte Datenpolitik haben. Ich könnte meine 5 Minuten damit füllen, nur einen Bruchteil dieser Organisationen aufzuzählen. In der Anerkennung dieser Expertise läge eine wichtige Möglichkeit zum Lernen voneinander sowie auch zur Zusammenarbeit, wie es beispielsweise auch im Prozess der Open Government Partnership zwischen Staat und Zivilgesellschaft verpflichtend vorgeschrieben ist. Diese, die Open Government Partnership, kommt überraschenderweise in der Datenstrategie gar nicht vor. Wo sind also diese Programme und Maßnahmen, bei denen staatliche AkteurInnen und die Zivilgesellschaft kollaborativ an Lösungen arbeiten? Der Open Government Partnership Prozess wäre hier aus meiner Sicht ein guter Anknüpfungspunkt gewesen. Drittens, es braucht endlich das Transparenzgesetz des Bundes, um den Staat zum Vorreiter zu machen. Die Bundesregierung verpasst die Chance, mit dem Bekenntnis zu einem Transparenzgesetz ein großes Ausrufezeichen an ihre eigene Überschrift zu setzen. Wissen ist Macht, offenes Wissen ist Ermächtigung, sagen wir als Open Knowledge Foundation. Wer es mit der Datenöffnung wirklich ernst meint, der muss eben auch die nötige Transparenz bei der Informationsfreiheit schaffen. Hier wäre es wünschenswert und dringend notwendig gewesen, die Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes zu einem Transparenzgesetz anzustreben. Dies wäre meines Erachtens auch ein sehr starkes Signal an alle BürgerInnen gewesen, zu zeigen, dass ihre Perspektive der Leitpunkt, der Leitstern für Politikgestaltung ist, und nicht vornehmlich die der Datenbereitstellenden. Aber seit Vorliegen der zweiten Open Data des Gesetzentwurfs ist nun klar, dass es weiterhin kein Transparenzgesetz und auch keinen Rechtsanspruch auf die Bereitstellung von Open Data geben wird. Dies ist sehr bedauerlich. Für eine effektive Durchsetzung der Öffnung wäre dies nämlich unerlässlich gewesen. Die vergangenen Jahre haben sehr deutlich gezeigt, dass es eben ohne einen solchen Rechtsanspruch nur viel zu langsam und zu zögerlich mit der Datenbereitstellung von staatlicher Seite vorangeht. Die Frage ist ja auch, wie wichtig ist uns dieses Vorhaben, den Staat als Vorreiter zu machen bei Open Data? Wie ernst ist diese Überschrift gemeint? Rechtsanspruch oder Selbstverpflichtung? Das hat ja auch einen Symbolwert. Der Rechtsanspruch zum Beispiel auf den Kita-Platz vor einigen Jahren leitete einen umfassenden Paradigmenwechsel der Familienpolitik ein.
Und zu guter Letzt, auch zum Stichwort Vorreiter, Odysseus ließ sich selbst an einen Segelmast festbinden, um sich nicht von den Rufen der Sirenen verführen zu lassen, noch bevor sie überhaupt anfingen, nach ihm zu rufen. Ich vermisse in der Datenstrategie gänzlich die Überlegungen des Staates, sich selbst vor dem Datenmissbrauch durch staatliche Behörden zu schützen. Welche Checks und Balances sind denn hier wichtig und vorgesehen, um den Verführungen der Datenmacht nicht zu erliegen? Herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Dr. Litter. Die nächste Sachverständige ist Frau Lina Erich. Bitte schön, Frau Erich. Ja, guten Tag auch von meiner Seite und herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier aus Verbrauchersicht die Datenstrategie der Bundesregierung zu beurteilen. Wir begrüßen auch die Strategie und vor allem auch den grundsätzlichen Tenor der Strategie. Insbesondere schafft es die Bundesregierung, wirklich auch in angemessener Weise die Chancen und auch die Risiken der Digitalisierung zu thematisieren. Weil moderne Formen der Datenverarbeitung können natürlich wirklich einen großen Gewinn für einzelne Verbraucherinnen und Verbraucher darstellen und auch wirklich Lösungen für gesellschaftliche Probleme bieten. Aber sie können natürlich auch Gefahren bergen. Und daher war es uns besonders wichtig zu lesen, dass man hier wirklich beide Facetten in der Strategie thematisiert. Aus unserer Sicht ist es nämlich, das haben einige meiner Vorredner auch schon gesagt, wirklich kein Widerspruch, eine verantwortungsvolle Datennutzung und das Recht sozusagen des Einzelnen auf den Schutz seiner personenbezogenen Daten, sondern es sind vielmehr zwei Seiten derselben Medaille. Daher ist es auch richtig, dass die Datenstrategie der Bundesregierung und das ist wirklich sehr positiv, die Datennutzung und den Datenschutz nicht gegeneinander ausspielt, sondern wirklich nach Wegen sucht, auf der einen Seite halt die Chancen auch der Digitalisierung durch eine Förderung der Datennutzung zu realisieren und auf der anderen Seite den Schutz sozusagen oder die Schutzbedürftigkeit personenbezogener Daten zu sichern und damit natürlich auch ein Stück weit Risiken, die in dem Missbrauch liegen könnten, zu adressieren. Insbesondere finden wir es auch gut, dass die Bundesregierung wirklich davon absieht, umstrittene Begriffe auch aus den letzten Jahren wie Datenreichtum, Datensouveränität oder auch das Konzept sozusagen des Dateneigentums eine Absage erteilen und wirklich damit sozusagen keinen Gegenpol zum Datenschutz aufbaut. Es ist vielmehr aus unserer Sicht ein Bekenntnis zum Datenschutz zu lesen und auch zur Datenschutzgrundverordnung, was einen richtigen Ansatz bietet. Das sind alles sehr positive Ziele, die formuliert werden in der Strategie. Bedauerlich ist dann von unserer Seite, dass leider die wirklich konkret aufgeführten Maßnahmen, das wurde auch schon an der einen oder anderen Stelle genannt, die Bundesregierung vorsieht, aus Verbrauchersicht eher enttäuschend sind. Also statt sozusagen die formulierten Ziele der Strategie konsequent zu verfolgen, werden eher wirklich digitalpolitische Vorhaben, es wurden schon viele genannt, TTDSG, Data Governance Act, E-Privacy-Verordnung und so weiter, die ohnehin praktisch umgesetzt werden müssen oder verfolgt werden, aufgeführt. Es werden viele Prüfaufträge angekündigt, unverbindliche Absichtserklärungen ausgeführt. Forschungsvorhaben angekündigt, Instrumente der Wirtschaftsförderung und so weiter. Das ist alles positiv, allerdings fehlt uns sozusagen der Charakter der Verbindlichkeit und der Charakter wirklich von konkreten Maßnahmen an der Stelle. Wir hätten auch erwartet, dass ein Stück weit da vielleicht die Bundesregierung konkreter wird, weil es gibt ja konkrete Vorschläge, die schon auf dem Tisch liegen, nämlich die Vorschläge unter anderem der Datenethikkommission mit zahlreichen wirklich konkreten Empfehlungen. Einige meiner Vorredner haben hierzu auch schon Stellung genommen. Ich möchte sie nur kurz nochmal anreißen. Das Thema der Verwendung von anonymisierten Daten, die Schaffung sozusagen eines Verbots der De-Anonymisierung, aber auch insgesamt sozusagen die Standardisierung von Anonymisierungsverfahren sind natürlich hochrelevant. Dann
der Punkt der Nachvollziehbarkeit von algorithmischen Systemen. Das wird auch in der Datenstrategie angesprochen als ein Prüfauftrag. Hier liegen auch sehr konkrete Empfehlungen der Datenethikkommission vor, wo wir uns einfach gewünscht hätten, dass hierauf wirklich konkreter eingegangen worden wäre. Der Punkt der Datenintermediäre, die ja auch von der Strategie angesprochen werden und hier zum Teil auch schon von meinen Vorrednern genannt werden, ist ein Punkt, wo wir zum Beispiel begrüßen, dass die Bundesregierung den Weg auch weiterverfolgt, den auch die Datenethikkommission eingeschlagen hat, nämlich eine europäische Regelung zu schaffen, also einen europäischen Rechtsrahmen und gerade keinen nationalen. Hintergrund ist einfach, dass aus unserer Sicht das Erfolgskonzept eher gegeben sein wird, wenn wir hier einen europäischen Regulierungsrahmen haben. Wir sind auch der Meinung, dass eine One-Size-Fits-All-Lösung nicht gut ist, was Datenintermediäre betrifft. Sie würde einfach zu kurz greifen und zu undifferenziert sein mit Blick auf die unterschiedlichen Typen von Datenintermediären. Allerdings glauben wir schon, dass es ganz wichtig ist, dass bestimmte Aspekte, zum Beispiel Treuepflichten, um Interessenkonflikte zu vermeiden, ganz wichtig sind, auch in einem horizontalen Regulierungsrahmen zu regeln und zu bestimmen. Weil Datenintermediäre, egal ob sie sich direkt an Verbraucher wenden, wie beispielsweise Einwilligungsmanagementsysteme, können halt nur erfolgreich sein, wenn sie wirklich auch das Vertrauen der Anwender genießen. Und insofern sind dort Rahmenbedingungen ganz zentral. Das zum Anfang. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion. Danke, Frau Erik. Dann eröffnen wir die Fragerunde. Und für die CDU-CSU-Fraktion zuerst Herr Schipanski, bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Damen und Herren Sachverständige. Ist ja eine bemerkenswerte Anhörung heute. Jeder von Ihnen hat diese Strategie gelobt, wirklich tolle Worte dazu gefunden. Das freut einen natürlich als Regierungsvertreter, vor allem deswegen, weil die Debatte im Parlament einen ganz anderen Schlag bekommen hatte. Von daher umso schöner, dass da doch so viel Einigkeit herrscht. Es ist auch schwierig, jetzt ganz konkret nachzufragen, weil das Themenfeld sehr weit ist. 240 konkrete Maßnahmen, Sie haben es gesagt, und das kann ich nur teilen, wenn Sie sehen, die Datenethikkommission hat Empfehlungen abgegeben. Aber hier ganz konkrete Maßnahmen, Arbeitsaufträge, was gemacht wird. Natürlich steht da ein Prüfauftrag drin. Natürlich kann die Regierung da nicht alleine entscheiden, sondern wir als Gesetzgeber sind doch da jetzt gefordert, entsprechend nachzujustieren. Hat mich gefreut, dass gesagt wurde, ich glaube, war der Herr Richter auch gewesen, Denkanstöße nach Brüssel zu geben. Genau, das werden wir jetzt auch tun. Wir werden diese Dinge aufgreifen. Von daher kann ich nur noch mal betonen, dass ich schon denke, dass das sehr, sehr konkret ist, was wir haben. Und auch eine bemerkenswerte Anhörung, lieber Herr Kelber, wenn ich das sagen darf, Ihr Hintergrund bei dieser Anhörung, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte auf der hellen Seite der Macht ist. Also auch die Abgeordneten lernen in so einer Sache immer noch dazu. Ich darf nun konkret werden, lieber Herr Professor Heckmann. Und Sie haben gemeinsam mit einer Sachverständigen, ich muss nachher noch mal schauen, noch mal betont, Datenschutz und Datennutzung, dass das zum Einklang gebracht wurde, dass das kein Widerspruch ist. Ich glaube, ganz, ganz wichtig. Und Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme sich noch mal intensiv auch mit dem Thema Datenschutz beschäftigt, haben es begrüßt, dass die Bundesregierung hier vorschlägt, was das Parlament auch dringend aufgreifen wird, eine verbesserte Koordinierung der einheitlichen Durchsetzung des Datenschutzrechts, haben aber einen zweiten Gedanken eingebracht, und das scheint zu sein, es geht um eine Vereinheitlichung der länderspezifischen Ausgestaltung des Datenschutzrechts. Vielleicht könnten Sie das noch einmal ein Stück erläutern, wie Sie sich das vorstellen, soll das so eine Art Musterpolizeigesetz auch sein, wie wir das bei den Ländergesetzen schon kennen, wie sieht das aus? Ja, vielen Dank. Natürlich Mustergesetz, das würde zu weit greifen. Ich wäre nur schon froh, wenn wir Möglichkeiten nutzen würden, das, was in den Bundesländern derzeit ja noch sehr unterschiedlich läuft, trotz natürlich der Datenschutzkonferenz, trotz der Instrumente, die man ja hat, hier auch zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, dass man hier schaut, vielleicht, wir haben es auch angesprochen, technische Lösungen einzusetzen, die beispielsweise alleine schon besser informieren, auch die
Betroffenen sozusagen. Wie ist denn die jeweilige Rechtsauslegung zu einzelnen Sachverhalten? Das gibt es zum Teil, Videokonferenzsysteme, wie wir es zurzeit ja haben. Da gibt es auch bestimmte Richtlinien, die sehr hilfreich sein können. Andererseits bei Microsoft-Fragen, Office 365 und so weiter, sind viele Nutzer quasi immer noch irritiert. Seit Jahren gibt es da nur wenig konkrete Hinweise. Und die Länder halten das auch unterschiedlich. Manchmal wird in den Schulen gesagt, ihr dürft kein Microsoft mehr benutzen oder keine Microsoft Cloud. In anderen heißt es ja, man darf es doch machen. Das ist nicht sehr glücklich. Das heißt also, erstens, wir haben ein einheitliches Datenschutzrecht für alle. Das ist klar. Das länderspezifisch sind nur einzelne Regelungen, die dann sozusagen in der Länderkompetenz liegen. Die dürfen dort auch bleiben. Was mir wichtiger ist, dass eben für diejenigen, für Unternehmen, die ja auch bundesweit zum Beispiel tätig sind, dass man hier einfach auch weiß, wie die Auslegung in bestimmten praktisch relevanten Fällen eigentlich hier erfolgen soll. Da könnte man noch viel gezielter und schneller sich abstimmen und dann auch gezielter informieren. Das wäre quasi meine Idee, also mehr im Sinne von Transparenz. Okay, dann darf ich noch bei Ihnen bleiben, ein zweites Thema ansprechen. Das betrifft so ein bisschen die Sache Staat als Vorreiter. Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme noch mal den Chief Data Scientist noch mal betont. Wir haben diese Open Data Ansätze noch mal betont. Klang jetzt bei einer Sachverständigen so ein bisschen raus, es ist zu wenig, was der Staat als Vorreiter ist. Vielleicht könnten Sie das noch mal einschätzen, insbesondere auf diese neu zu schaffende Position und auf die Open Data Gesetzgebung, die jetzt schon da ist und die ja noch mal in einem zweiten Korb jetzt kommt. Ja, in 18 Sekunden gerne. Och, Sie dürfen ein bisschen überziehen. Ich habe die Frage jetzt geschafft. Was ich hier an der Stelle betonen möchte, ist, dass wir sehr wohl einen Paradigmenwechsel haben, auch auf staatlicher Seite. Das wird ein bisschen klein geredet. Wenn das, was da intendiert ist mit den Chief Data Officers, wenn man mit den Data Scientists besser gesagt, wenn man überlegt, was da an Datenkultur in der Bundesverwaltung entstehen soll, an Datenlaboren und so weiter, das hätte man sich vor Jahren nicht träumen lassen, dass in einer deutschen Verwaltung so etwas wirklich passieren würde. Und ich denke, das ist etwas, wenn man das bereits umsetzen würde, auch dieses Eingeständnis des Kompetenzerwerbs einfach notwendig ist, hier ist das Thema Data Literacy in der BAKÖV dann auch anzusiedeln. Ich finde, da macht der Staat sozusagen, er sieht ein, dass er hier Dinge versäumt hat. Da will er tatsächlich mit gutem Beispiel vorangehen. Ich halte das für nicht nur ein gutes Signal, sondern regelrecht für einen Paradigmenwechsel hin eben in eine sehr kooperative Verwaltung und bürgerfreundliche Verwaltung. Und das kann man nur begrüßen. Vielen Dank, Herr Professor Heckmann. Lieber Kollege Schepanski, wie viel die Sachverständigen überziehen dürfen, entscheidet dann der Vorsitzende. Und er macht es auch davon abhängig, wie viel Redezeit die Kollegen hier für ihre Frage und ihre Statements benutzt haben. Aber ich denke, solange wir da noch in einer Minute plus sind, lasse ich das immer gerne zu. Wir wollen ja auch schließlich ins Gespräch kommen. So, dann kommt die Fragerunde für die SPD-Fraktion. Da wird Frau Korkmaz-Emre aus der Konferenz rausfragen. Bitte schön. Genau, vielen Dank. Ja, erstmal einen herzlichen Dank an alle Sachverständigen heute, die uns hier mit Rat und Tat zur Seite stehen. Meine Frage erstmal an Frau Aline Blankertz. Sie haben ja nochmal ausdrücklich auf Ihre drei Punkte hingewiesen: Infrastruktur. Frau Korkmaz-Emre, Ihre Audio- und Bildverbindung ist im Moment sehr schlecht. Wir haben Sie noch im Bild, allerdings in Zeitlupe und der Ton ist weg. Ich würde vorschlagen, wir gehen folgendermaßen vor. Wir machen die nächste Fragerunde für die AfD und rufen Frau Korkmaz-Emre gleich nochmal danach auf. Und vielleicht wählen Sie sich nochmal ein, dass wir das ein bisschen schneller haben oder checken nochmal das WLAN oder wie auch immer. Dann die AfD-Fraktion, dafür fragt Frau Kutter, bitte schön, auch über die WebEx-Konferenz. Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für die Vorträge. Meine erste Frage geht erstmal an Professor Kelber. Deutschland hat ja bereits eine KI-Strategie, eine Umsetzungsstrategie, Digitalisierung gestalten, eine nationale Weiterbildungsstrategie und einige mehr. Und dann gibt es ja von der EU-Kommission auch noch eine europäische Datenstrategie. Greifen in Ihren Augen diese verschiedenen Strategien klug ineinander oder erkennen Sie da eher ein steriles Nebeneinander?
Also man merkt schon an, dass Bezug genommen wird auf die jeweils andere Strategie an verschiedenen Stellen. Ich bin allerdings der Überzeugung, dass insbesondere die Vorlage der europäischen Strategien, die ja stattgefunden hat während des Entwicklungsprozesses der Digitalstrategie, noch einmal reflektiert werden sollte und auch aus Gründen der Transparenz die Einflussnahme und Positionierung in diesen Fragestellungen noch mal verstärkt, mindestens im Maßnahmenkatalog der Digitalstrategie Widerhall finden sollte. Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Frau Dr. Litter. Sie bemängeln, dass die Datenstrategie den Begriff der Datenkompetenz zu sehr an technische Skills knüpft und zu wenig an ihre Demokratierelevanz erinnert. Die Bundesregierung spricht vom Ziel der aktiv gelebten Datenkultur. Wie sieht es in Ihren Augen mit der Datenkompetenz der Bevölkerung über die Altersstufen hinweg aus? Mit welchen Parametern wollen Sie eventuell einen möglichen Fortschritt der Datenkompetenz messen? Und was denken Sie, welche Schulfächer wären wohl am besten geeignet, jungen Menschen die Fähigkeit zum reflektierten Umgang mit Daten beizubringen? Brauchen wir da neue oder können wir das da irgendwo integrieren? Ja, generell fehlt es aus unserer Sicht der offenen Bildung an einem ausreichenden Maß eben mehrdimensionaler digitaler Kompetenzen, die eben nicht nur das Technische, also Programmierfähigkeiten umfassen, Data Science, Datenwissenschaften, also arbeitsmarkttauglich auf die Datenwelt schauen, sondern tatsächlich auch reflexive Kompetenzen benötigt, um zu verstehen, wie funktioniert die digitale Welt? Was tue ich da eigentlich? Was passiert mit meinen Daten? Was gebe ich preis? Und wie gehe ich souverän auch als Heranwachsende, aber auch als erwachsene Person? Wie gehe ich mit der digitalen Transformation um? Wie kann ich nicht nur Konsumentin, Konsument sein, sondern natürlich auch mündige Nutzerin, vielleicht sogar Gestalterin von Technologie? Und das ist am besten theoretisch zusammengefasst in dem Konzept der Digital Literacies, das ganz bewusst auch den Plural dran hat. Das ist ein Konzept, was gerade auch in der Organisation Wikimedia Deutschland viel diskutiert wird, das eben verschiedene Dimensionen technischer und reflexiver Art zusammenfasst. Darüber, finde ich, sollte viel mehr gesprochen werden als über die Arbeitsmarkttauglichkeit und das große Bemühen, Skills, also Programmierfähigkeiten bei jungen Menschen durch schulische und außerschulische Angebote zu bieten. Vielmehr geht es eben um eine digitale Bildung, die ganzheitlich auch vom Gemeinwohl, auch von den bürgerschaftlichen Skills herangeht. Wie können wir denn auch digitale und Datenkompetenzen für unsere Demokratie nutzen und da vielleicht auch partizipative Möglichkeiten stärken und somit dann auch eine souveräne Bürgerschaft weiter auch stärken. Denn ganz klar, auch die Demokratie steht vor der digitalen Transformation. Hier wird immer mehr auch an Informationen, an Möglichkeiten teilzuhaben, auch über das Internet passieren. Und das muss natürlich niedrigschwellig, barrierefrei für alle Menschen möglich sein, um auch eine möglichst hohe Partizipation und nicht nur von üblich Verdächtigen, die sich gerne sowieso engagieren, zu ermöglichen. Immer muss der Mensch im Mittelpunkt stehen und nicht die Technik. Man sollte also nicht von der Technik ausgehen, sondern eben zu schauen, wie kann solche Technik, Daten, Datenwissenschaften, wie kann das dann auch für unsere Demokratie nutzbar gemacht werden. Das kann schulisch passieren. Ein Schulfach sollte nicht extra eingerichtet werden. Das sollte ineinander greifen in verschiedene Fächer. Natürlich, man kann mit Daten in verschiedensten, ob es Naturwissenschaften sind, aber auch in jedem anderen Unterrichtsfach fallen Daten an. Man kann mit Daten, mit digitalen Methoden darüber reden. Man kann reflektieren, wie man eine Suchmaschine im Internet bedient und viele andere Skills sich erarbeiten, sodass das nicht ein einzelnes Fach abdecken sollte und müsste, sondern ein ganzheitlicher Ansatz ist. Das wird sehr lange dauern, aus meiner Ansicht. Deshalb ist es umso wichtiger, jetzt auch besonders außerschulische Formate zu stärken, die schon jetzt in ganz Deutschland, aber noch mit wenig Reichweite, eben dieses Wissen vermitteln in Programmen, in Workshops und dort auch besonders im Bereich der Jugendlichen einen eher umfassenden Kanon auch an reflektiven, nachhaltigen digitalen und Daten-Skills vermitteln und dies dann auch gemeinwohlorientiert und nicht nur kommerziell orientiert. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.
Dann versuchen wir das jetzt nochmal für die SPD. Frau Korkmaz-Emre hat sich neu eingewählt. Bitte schön. Genau, bin ich jetzt zu verstehen und auch ohne Unterbrechung? Ich lasse das Video einfach mal aus. Bis jetzt ja. Legen Sie einfach mal los. Alles klar. Ja, meine Fragen gehen an Frau Blankert. Frau Blankert, Sie haben ja ausdrücklich nochmal uns 3 Punkte mit auf den Weg gegeben, die aus Ihrer Sicht wichtig sind. Und im letzten bei der Entsensibilisierung haben Sie auch nochmal auf die Risiken hingewiesen. Und können Sie die Risiken und die damit verbundenen Dynamiken nochmal beschreiben, die von der Erhebung und Nutzung von Daten ausgehen, die keinen oder nur einen indirekten Personenbezug haben? Ja, sicher, gerne. Also worauf ich damit vor allem abziele, ist, dass in der Diskussion ja oft der Personenbezug als das entscheidende Merkmal dafür verwendet wird, ob von einer bestimmten Datenerhebung oder Nutzung ein Risiko ausgeht. Und dann stellen sich eben diese ganzen Fragen über Mischdatensets und so weiter. Und ich halte es dabei eben für wichtig, im Blick zu halten, dass es eben nicht so binär ist zum einen und eben auch, dass diese Zuordnung, gibt es einen Personenbezug oder keinen, uns eben auch nicht verrät, ob wir uns Risiken ansehen müssen. Ich habe kurz das Beispiel des Federated Learning genannt. Also es gibt eben verschiedene Techniken, es gibt auch verschiedene Anonymisierungsformen. Und wenn man beispielsweise da die in Anführungszeichen falsche nimmt, dann kann es eben sein, dass auch noch, auch wenn formal gesehen aus der DSGVO-Perspektive kein Personenbezug mehr da ist, trotzdem ein Risiko daraus entsteht. Also mal als konkretes Beispiel, ich surfe online und bin dabei auf einer bestimmten Seite. Diese Seite hat bestimmte Analytics und die weiß, die braucht nicht mein persönliches Profil, aber weil sie eben weil dann sozusagen man weiß, ich war auf dieser Seite und vielleicht ist das eine Seite, die eben primär von vielleicht depressiv anfälligen Menschen genutzt wird, kann ich einem Cluster zugeordnet werden, sodass ich nicht als Person identifizierbar bin, aber trotzdem hinterher auf dieser Grundlage Werbung geschaltet werden kann. Und das Gleiche passiert auch in vielen Korrelationen im Gesundheitsbereich. Also Menschen, die beispielsweise eine bestimmte Anfälligkeit in einem Bereich haben, kann man dann eben auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie hoch das Risiko in anderen Bereichen ist. Und dafür brauche ich eben nicht konkret den Personenbezug, sondern es reichen allgemeine Korrelationen. Und das müssen wir eben auch im Blick haben, wenn wir überlegen, was wir mit welchen Datensets machen müssen und welche Formen der Anonymisierung oder sozusagen Entsensibilisierung wir anwenden. Vielen Dank. Eine weitere Frage an Sie. Welche Anforderungen sehen Sie im Datenteilen für das Gemeinwohl? Und damit verbunden auch die Frage zu dem Unterschied zwischen Google, haben Sie in Ihrem Eingangsstatement auch schon erwähnt, und den NGOs. Geht es hier um unterschiedliche Preissetzungen oder um unterschiedliche Zugänge? Ich würde sagen, also wenn man eine systematische Risikoverringerung vornimmt und deswegen das Risiko minimiert, unabhängig davon, wer die Daten hinterher bekommt. Denn wir wissen auch, mit guten Absichten genutzte Daten können trotzdem Risiken beinhalten. Also man kann Daten dann zu weit rausgeben. Nachher kann man rausfinden, beispielsweise bei Taxifahrern, welcher Religion sie zugehören, auch wenn das keine Absicht ist. Dann müssen wir für alle die Risiken verringern. Ich würde und dann können wir aber auch die Daten mit Unternehmen, mit der Wirtschaft generell teilen und sogar auch mit den Großen. Denn wenn sie etwas Sinnvolles damit schaffen können, dann sollten wir es ihnen nicht versagen und auch nicht den Nutzenden versagen. Stattdessen würde ich sagen, kann man nämlich tatsächlich bei der Preissetzung Unterschiede machen. Und da kann man sich verschiedene Modelle vorstellen. Also dass man natürlich bei jemandem, der keinen kommerziellen Nutzen aus den Daten zieht, auch das bei der Preissetzung berücksichtigt, halte ich für relativ naheliegend. Und dann ist es natürlich nicht trivial, sozusagen nimmt man einen Prozentsatz, beispielsweise der aus den Daten generierten Werten für das Unternehmen, oder wie gestaltet man das aus? Da kann man sozusagen, da ist auf jeden Fall noch Arbeit vor uns, solche Zugangsregelungen spezifisch auszugestalten. Ja, vielen Dank. Dann würde ich noch zu einem letzten Aspekt kommen. Das haben Sie in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass es zwar begrüßenswert sei, dass die Datenstrategie das Potenzial der Zivilgesellschaft für die Vermittlung von Datenkompetenzen erkennt, damit aber zugleich das eigentliche Potenzial der Zivilgesellschaft drastisch unterschätzt. Und können Sie das mal genauer ausführen?
Ja, würde ich mich, glaube ich, Frau Litter in vielen Punkten anschließen. Also ich würde sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, die Rolle der Zivilgesellschaft auf die Datenkompetenz zu begrenzen. Denn auch in den anderen Bereichen, also auch bei der Datennutzung und selbst bei der Erstellung von Infrastruktur, ist sozusagen diese gesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Perspektive ebenfalls wichtig. Und dort haben wir tendenziell, also wir haben ein paar Player, aber nicht besonders viele. Da gibt es beispielsweise im Vereinigten Königreich deutlich mehr Organisationen, die dort gefördert sind, auch von staatlicher Seite, um eben auch noch unabhängige Expertise mit einzubringen. Und das ist eben auch für sozusagen die Gestaltung der Datennutzungsregeln auf jeden Fall wünschenswert. Vielen Dank. Frau Blankertz, die nächste Fragerunde geht an die FDP. Mario Brandenburg, bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, liebe Sachverständige. Ich bin immer noch etwas verdutzt aufgrund der Euphorie des Kollegen Schipanski und wie auf 2 Meter die audiovisuelle Wahrnehmung der Antworten so unterschiedlich sein kann. Aber insofern möchte ich einsteigen, auch mit dem Datenteilen. Und die Frage wird an Frau Specht-Riemschneider und eben Herrn Richter gehen. Denn Sie schreiben zum einen, Herr Richter schreibt, Datenteilen als Teil der Corporate Digital Responsibility definieren. Und Frau Specht-Riemschneider schreibt, wenn das freiwillige Datenteilen wie derzeit so gut wie gar nicht feststellbar ist, liegt dies nicht überall daran, dass maßgebliche Akteure es nicht willens sind, sondern es fehlt den Institutionen schlicht an faktischer Möglichkeit sowie erforderlicher Rechtssicherheit. Jetzt haben wir das gleiche Ziel, aber einmal durchaus unterschiedlich adressiert. Und deswegen wäre es schön, wenn Sie sich Ihre Antwort teilen und die Top 2 Maßnahmen, um das Ziel zu erreichen, jeweils aus der unterschiedlichen Perspektive. Soll ich anfangen, Herr Richter? Gut, dann machen wir das. Ich finde die Idee der Corporate Digital Responsibility übrigens super, bin da auch auf die Antwort gespannt. Ich glaube tatsächlich, oder ich weiß auch aus verschiedenen Befragungen, dass es in vielerlei Hinsicht Bestrebungen gibt, Daten zu teilen. Nehmen wir die medizinische Forschung beispielsweise. Ja. Da ist durchaus die Tendenz zu erkennen, dass Kliniken beispielsweise medizinische Daten untereinander teilen möchten. Und die kommen dann zu mir und fragen, darf ich das denn machen? Und ich kann natürlich nicht Ja oder Nein sagen, weil der Datenschutz immer eine Abwägungsfrage ist. Und das ist auch richtig so. Es ist ein wichtiges Grundrecht. Aber ich glaube, wir können die Rechtssicherheit durch partielle Maßnahmen, die ich ja gerade auch schon im Eingangsstatement beschrieben habe, deutlich erhöhen. Es ist zum Teil möglich, mit anonymisierten Daten genauso gute Forschung zu betreiben wie mit personalisierten Daten, zumindest in der Medizin, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen. Und in diesen Bereichen, glaube ich, brauchen wir Rechtssicherheit in der Anonymisierung durch Standards, durch Vermutungsregelungen, durch den neuen Erlaubnistatbestand, gerne auch durch einen Straftatbestand für die De-Anonymisierung, wie es die Datenethikkommission vorgeschlagen hat. Das fände ich prima. Das brauchen wir A1. Wir brauchen A2, Unterstützer für die Zugangsentscheidung. Ja, und da sehe ich ganz konkret die Datentreuhandlösungen. Denn wenn ich als Externer zu einer Klinik gehe und frage, kann ich nicht mal eure Daten haben, dann muss die Klinik heute entscheiden, oh ja, ich treffe die Zugangsentscheidung oder ich treffe sie eben nicht. Und was muss ich dafür eigentlich alles für rechtliche Anforderungen beachten? Also sage ich lieber, nee, mache ich nicht. Und wir erleben eben kein freiwilliges Datenteilen. Da sehe ich die Datentreuhand. Und wo das erforderlich ist, sehe ich eben auch Datenzugangsansprüche, die klar durch den Gesetzgeber ausgestaltet werden müssen. Wie gesagt, sektorspezifisch und intersektoral zweckbezogen. Das kann ich insofern unterstreichen, als dass ich auch die Rechtssicherheit, die eben noch nicht gegeben ist im Bereich der Anonymisierung von Daten, als essentiell halte. Wenn ich als Unternehmen, als Organisation allgemein unsicher bin, ob ich in Datenschutzprobleme reinlaufe, wenn ich Daten teile, wenn ich Daten preisgebe, dann mache ich das im Zweifel nicht oder in geringerem Ausmaß. Das ist natürlich erstmal die eine Bedingung, denn wenn die Rechtssicherheit hergestellt ist, dann kann es immer noch sein, dass bei einem freiwilligen Datenteilen, wenn wir nicht über eine Pflicht reden, bei einem freiwilligen Datenteilen es trotzdem unterlassen wird, weil man ja doch gewissen Aufwand hat, den Nutzen nicht sieht. Und dann könnte man überlegen, ob man das eben als Teil der Unternehmensverantwortung an der Gesellschaft sieht. Also Corporate Responsibility mag ja vieles umfassen. Verantwortung gegenüber der Umwelt, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit, Antidiskriminierung, alle möglichen gesellschaftlichen Ziele. Und dazu gehört eben sicherlich auch eine verantwortungsvolle Nutzung der digitalen Möglichkeiten. Und dazu kann eben auch gehören, Daten zum Allgemeinwohl preiszugeben, in eine Art Datenallmende zu geben.
Dafür muss sicherlich dann geworben werden, dass diese freiwillige Datenteilung stattfindet im Rahmen zum Beispiel solcher CDR-Programme, die auch noch am Anfang stehen, die die Unternehmen so ein bisschen bei ihrer digitalen ethischen Ehre vielleicht greifen wollen, nach dem Motto, du bist nicht gesetzlich verpflichtet, Daten zu teilen, aber schau doch mal den Nutzen, den es gesellschaftlich bringen kann und teile dann Daten. Wir haben noch eine Minute, das passt. Eigentlich wollte ich im zweiten Teil erst auf die Interoperabilität, gleich mal bei Ihnen, Herr Richter, Sie haben die ja auch angesprochen. Inwiefern spielt das denn da mit rein? Denn Daten teilen klingt natürlich leicht, es muss ja auch erstmal logischerweise technisch funktionieren. Inwiefern spielt die fehlende Interoperabilität oder vielleicht an manchen Stellen auch die Durchsetzung derer da eine Rolle? Die Interoperabilität hatte ich ja erwähnt im Zusammenhang mit der Datenportabilität, wo man ja in der Datenschutzgrundverordnung versucht hat, so eine Art verbraucherpolitischen Service reinzubauen und auch wettbewerbsfähige Aspekte abzubilden, dass man sagt, die Verbraucherinnen und Verbraucher können ihre Daten mitnehmen zu einem anderen Netzwerk und dann dort eben mit diesen Daten arbeiten lassen und Dienste für sie generieren lassen. Das klappt bloß eben nicht, weil die Kompatibilität der Systeme nicht vorgeschrieben ist. Sie können dann ihre Daten zwar jetzt von eBay herausverlangen und zu Twitter tragen und dann heißt es ja, und nun? Und dann stehen sie da. Die rechtliche Verpflichtung ist dann erfüllt, wenn alle das in einem maschinenlesbaren Format machen. Aber eine Kompatibilitätsverpflichtung ist eben nicht inbegriffen in dem europäischen Recht. Das schreit so ein bisschen nach einer Ergänzung. Da gibt es dann eine Diskussion, ob das zu einer Absenkung von Datenstandards, Datensicherheitsstandards führen kann, wenn man sich zum Beispiel bei der Verschlüsselung der Daten auf dem niedrigsten Niveau trifft. Dem muss natürlich durch gesetzgeberische Festlegung entgegengewirkt werden. Das darf nicht sein. Aber eine Zusammenschaltung der Dienste, dass es dann am Ende so einfach ist, eine Nachricht aus WhatsApp nach Threema zu senden, wie Sie jetzt von Telekom nach D2 telefonieren können oder SMS schicken könnten oder konnten. Das wäre ein spannender Fortschritt. Die nächste Fragerunde für die Fraktion Die Linke. Und da stellt die Fragen die Kollegin Frau Domscheit-Berg. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, meine Fragen stellen zu können. Ich möchte Dr. Henriette Litter fragen. Und zwar interessiert mich noch ein paar mehr Ausführungen rund um das Thema Open Data Gesetz. Das wurde in der Datenstrategie ja erstmal nur angekündigt, gemeinsam mit der Open Data Strategie, die irgendwann nachträglich auch noch kommen soll. Aber inzwischen liegt das Open Data Gesetz jetzt vor und da würde mich genauer interessieren, was ist denn Ihre Position, Ihre konkretere Einschätzung zu diesem jetzt vorliegenden zweiten Open Data Gesetz? Zum Beispiel interessiert mich die Verbindlichkeit. Erfüllt es den Anspruch, Open Data Vorreiterland zu werden? Was wären da Ihre Antworten drauf? Ja, vielen Dank. Der Gesetzentwurf, zweites Open Data Gesetz, liegt ja seit Januar, glaube ich, vor. Und in der Datenstrategie wird erwähnt, dass es noch eine Open Data Strategie geben wird, die dann ganz konkrete messbare Maßnahmen auch enthalten soll. Aber also aus Sicht der Zivilgesellschaft nichts Genaues weiß man nicht. Deshalb kann ich dazu natürlich wenig sagen. Der Gesetzentwurf ist Licht und Schatten. Positiv ist natürlich, dass, so wie es auch im Koalitionsvertrag drin steht, die Ausweitung Open Data Bereitstellung des Bundes soll eben auf den Weg gebracht werden. Das wurde auch umgesetzt, steht im Gesetzentwurf. Nun eben nicht nur die obersten Bundesbehörden, sondern die gesamte Bundesverwaltung ist nun sozusagen betroffen. Das ist gut, das auszuweiten, also den Anwendungsfall möglichst breit zu machen. Auch viele Ausnahmen, die es vorher noch gab im ersten Open Data Gesetz, wurden nun rausgestrichen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die große Enttäuschung dabei ist aber, was ich auch schon in meinem Eingangsstatement gebracht habe, dass erneut der Rechtsanspruch nicht fehlt. Wenn wir sagen, wir haben 20 Jahre Zeit, um Deutschland zum Vorreiter bei offener Regierungsführung und offenen Daten zu machen, kann man natürlich einen inkrementellen Ansatz wählen, der auf Selbstverpflichtung setzt und dies quasi als Generationenprozess umsetzt. Wenn wir sagen, das ist eine wichtige Maßnahme, die auch mit aller Kraft der gesamten Bundesregierung vorangetrieben werden muss, dann zeigt die Erfahrung aus Bundesländern, zum Beispiel Hamburg, aus anderen Ländern, dass eben dieser Rechtsanspruch einfach unglaublich wichtig und unerlässlich ist, um das hinzubekommen. Und in der
im Open Data Gesetz steht halt drin, quasi als Ersatz oder Trostpflaster, soll dann eben mit der Einführung des Grundsatzes Open by Default und by Design diese Lücke geschlossen werden. Dieser Grundsatz ist natürlich völlig richtig, den teilen wir auch uneingeschränkt, aber auch das wird ohne eine explizite Rechtsverpflichtung in der Praxis nicht funktionieren. Das ist die Befürchtung, die hier im Raum steht. Große Hoffnung kann man setzen, natürlich in dem zweiten Open Data Gesetzentwurf ist erwähnt, Open Data Koordinatorinnen und Koordinatoren in allen Behörden einzusetzen. Hier in der Datenstrategie gibt es ja auch das Instrument der Chief Data Scientists, wo allerdings auch noch nicht klar ist, wie stehen diese beiden neuen Maßnahmen eigentlich zueinander. Ich sehe das ein bisschen beim Open Data Ansatz als tatsächlich, es könnte ein zentrales Vehikel sein, um einen behördlichen Kulturwandel hin zu mehr Open Data Offenheit hinzubekommen. Nach dem Motto, wenn schon kein Rechtsanspruch, dann wenigstens mit starker Überzeugungsarbeit in den Behörden Wirkung quasi on the job entfalten. Und das könnte durchaus klappen und ist daher ein guter Schritt, denn ohne hauseigene Expertise und auch Gestaltungsautorität, denke ich, werden diese Prozesse, Open Data bereitzustellen, einfach nicht zielführend und schnell vorangetrieben werden können. Es ist aber völlig offen in der Datenstrategie sowie im Open Data Gesetzentwurf, welche genauen Aufgaben und Mandate diese neuen Personengruppen haben werden, wie sie angesiedelt werden, um eben die Bereitstellung von Daten im eigenen Haus voranzutreiben. Also positiv interpretiert, erhält damit jede Behörde eine Chance, individuell auf was ist schon da, was brauche ich, die eigenen Bedarfe zu berücksichtigen. Etwas ketzerischer konnotiert könnte man natürlich sagen, damit besteht die Gefahr, dass es hier sehr disparate Auslegungen gibt und teilweise Personen dann nicht besetzt werden oder auch mit völlig unzureichenden Tarifgruppierungen, Einstufungen oder auch einem sehr, sehr langen Weg bis zur nächsten Entscheidungsebene, sodass dieser Prozess dann weiter verlangsamt wird. Also das ist völlig offen und absolut wünschenswert, hier bei der Umsetzung viel Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um und auch eine Anbindung an Leitungsstrukturen, um hier wirklich diese Wirkung, die beabsichtigt ist, auch voranzubringen. Vielen herzlichen Dank. Ich hätte noch eine. Ja, den nächsten Runde Minuten dann bitte. Wir sind eine Minute fast gewesen. Nächste Runde bitte dann, Frau Domscheit-Berg. Die Fragerunde für Bündnis 90 Die Grünen geht an die Kollegin Dr. Christmann. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Auch ich bin noch ein bisschen am Nachklingen der Euphorie vom Kollegen Schipanski. Ich glaube, wir haben schon auch gehört, die Richtung stimmt in einigen Fällen. Das ist gut, aber an der konkreten Umsetzung wird es halt spannend und eben der Großteil der Maßnahmen ist ja auch schon am Laufen. Aber und die anderen sind viel mit Prüfaufträgen versehen. Ich würde aber gerne auf das Konzept der Datenintermediäre vor allem eingehen, das uns ja, glaube ich, alle beschäftigt und das ja auch noch in einem frühen Stadium ist und würde da gerne Frau Erik fragen, die ja eine strenge Kontrolle von Organisationen betont, die als Datenintermediäre agieren dürfen. Und ich würde deswegen Sie fragen wollen, wie würden Sie Interessenkonflikte zwischen Datenintermediären und Datengebern ausschließen und die Neutralität von den Datenmittlern auch sicherstellen? Und welche Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten sehen Sie für Organisationen, die als Datenmediäre agieren dürfen? Und da kommt sicherlich auch nochmal die Frage, sind das denn dann am Ende hauptsächlich privatwirtschaftliche, genossenschaftliche, staatliche Datenmittler, verschiedene Modelle, da ja auch verschiedene Fragen mit sich. Soweit vielleicht. Vielen Dank. Ja, also wir sehen es auf jeden Fall als ganz wichtig an, dass wir hier einen europäischen Regelungsrahmen haben, die insbesondere diese Funktion, die ja ein Datenintermediär wahrnehmen soll, zwischen dem Datengeber und dem Datennehmer sozusagen in einer Form auszufüllen, die jetzt mit Blick auf die Verbraucherinteressen vor allem halt ja auch so Neutralitätsgedanken widerspiegelt. Und insofern sehen wir es halt schon als Erfolg,
erforderlich an, insbesondere wenn man jetzt auch diese treuhänderischen Funktionen betrachtet, sozusagen sicherzustellen, dass eine Neutralität, eine Objektivität gewahrt ist. Und da kann es natürlich schnell sozusagen zu Interessenkonflikten geben, entweder wenn man sich jetzt überlegt, dass zum Beispiel für die Datengeber der Datenintermediär kostenpflichtig ist, dass vielleicht sozusagen dann auch der Anreiz, diese zu nutzen, geringer ist. Aber auch wenn die Datennehmer sozusagen Geld bezahlen und dann sozusagen der Anreiz für den Datenintermediär da ist, möglichst sozusagen von den Datengebern viele Daten abzuverlangen und sich dadurch sozusagen Interessenkonflikte irgendwie bilden. Also sprich sozusagen diese Intermediärsfunktion darf nicht durch ein kommerzielles Ziel sozusagen des Datenintermediärs selber unterfüttert werden, weil ansonsten einfach die Gefahr besteht, dass diese Neutralität und Objektivität nicht gegeben ist. Das ist für uns einfach ganz zentral. Außerdem sind wir mit Blick auf die Verbraucher auch der Meinung, dass nicht nur zum Beispiel Einwilligungen Bestandteil sein könnten von Datenintermediärsfunktionen, sondern insbesondere auch Betroffenenrechte nach der Datenschutzgrundverordnung, weil es geht halt in der Funktion ja darum, vor allem ein Instrument zu schaffen, bessere Kontrolle über seine Daten, über die Verwendung seiner Daten sicherzustellen, was sozusagen den Einzelnen und dann halt in dem Fall die personenbezogenen Daten betrifft. Und insofern wäre es zu kurz gegriffen, nur die Einwilligung zu betrachten, sondern wir können ganz verschiedene Funktionalitäten sehen, auch den Punkt der Datenportabilität, die durch Datenintermediäre sozusagen wahrgenommen werden. Wir müssen nur einfach gucken, dass diese Datenintermediäre in ihrer Neutralität Rolle sozusagen funktionieren und dadurch keine eigenen kommerziellen Interessen haben, was sozusagen die Funktionalität und dann das Vertrauen in diese Intermediärsfunktion schmälern könnte. Ja, vielen Dank. Dann würde ich gerne noch zur Datenkompetenz fragen. Und zwar ist das ja, teilen wir das, glaube ich, alle, dass das ein ganz wichtiger Bereich ist, die zu stärken. Jetzt habe ich an konkreten Maßnahmen in der Datenstrategie dazu eigentlich nur ein PhD-Programm, ein Doktorandenweiterbildungsprogramm gefunden und glaube, dass da ja noch viel mehr Instrumente notwendig sind. Deswegen würde ich das gerne an Frau Erik und vielleicht könnte Frau Litter dazu auch noch ergänzen. Vielen Dank. Gerne. Ich mache es kurz. Also ich hatte auch noch diese bundesweite Bildungsplattform, glaube ich, davon auch gelesen. Da ist aus unserer Sicht, das ist begrüßenswert, weil es natürlich einfach verschiedene Plattformen auch zentralisieren kann. Hier spielt für uns natürlich immer eine Rolle auch, dass die Angebote, die dort abrufbar sind, enthalten sind, halt ein Stück weit auch qualitätsgeprüft sind und insbesondere auch, was wirtschaftliche Akteure betrifft, halt einfach frei von bestimmten geleiteten Interessen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die Interoperabilität halt hier auch eine große Rolle spielt, weil wir haben schon verschiedene Plattformen, landesspezifische Plattformen, die dann halt gegebenenfalls integriert werden könnten, wo man einfach gucken muss, dass das ineinander greift und wir hier nicht sozusagen viele einzelne Lösungen parallel haben, die dann aber wieder nicht miteinander verbunden werden können. Frau Litter, wenn Sie noch ganz kurz antworten, aber dann bitte in, sagen wir mal, 15 Sekunden, dann ist mich die Zeit dann durch. Ja, also gern außerschulisch, da kann ja der Bund auch tatsächlich tätig werden in Zusammenarbeit auch mit der Zivilgesellschaft. Bündnis Freie Bildung gibt es und jetzt läuft gerade auch die Konsultation zu den Open Educational Resources der Bundesstrategie. Das sind Ansatzpunkte hier mit offenen Bildungsmaterialien außerschulische AkteurInnen zu stärken, die qualitativ hochwertig Medienpädagogik anbieten könnten und das dann flächendeckend größer zu machen könnte, ein Ansatzpunkt des Bundes sein.
Vielen herzlichen Dank. Wir kommen zur zweiten Fragerunde. Ich habe vorhin gesagt, je nachdem, wie die Zeit ist, wird es noch 35 Minuten verbleiben. Das heißt, bei 6 Fraktionen können wir 5 Minuten Fragerunden weitermachen. Ich werde dann vielleicht nicht immer eine ganze Minute zugeben, so wie ich das bisher gehalten habe. Aber ich glaube, es ist ein ganz interessantes Gespräch bisher und dann wollen wir es weiter so halten. Die zweite Runde für die CDU-CSU-Fraktion, Kollege Durz, bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Datenstrategie sind sehr umfangreiche Vorarbeiten vorangegangen. Datenethikkommission ist erwähnt worden. Ich möchte auch die Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 erwähnen, die auch Vorarbeiten geleistet hat, die eingeflossen sind in die Datenstrategie. Und dort wurden auch konkrete Hinweise Richtung Europa, Vorschläge Richtung Europa gegeben zum Wettbewerbsrecht, vor allem aber auch zum Thema Datenteilen. Und die sind auch teilweise eingeflossen in unsere GWB-Novelle. Und ein Themengebiet, das in dieser Kommission auch sehr prominent adressiert wurde, ist das Thema der Intermediäre, der Treuhänder, ist mehrfach angesprochen worden. Und deswegen möchte ich Frau Professor Specht-Riemenschneider auch fragen, nach Ihrer Einschätzung, warum sind diese Treuhandmodelle bei uns noch nicht so weit verbreitet, wie wir das alle gerne sehen würden? Was ist da Ihre Einschätzung dazu? Es hat ganz unterschiedliche Gründe. Also der Ausgangspunkt ist ja, dass diese Intermediärsfunktion ganz unterschiedliche Zielrichtungen haben kann. Ja? Der Gedanke, dass wir ein Intermediär zwischenschalten, um zum Beispiel höhere Datenschutzstandards zu gewährleisten, Stichwort Microsoft Cloud, ist ja noch gar nicht so alt. Also es kam vor noch gar nicht allzu langer Zeit auf. Das heißt, ein Faktor wird sicherlich sein, die fehlende Kenntnis dieser Möglichkeit. Der zweite Faktor wird aber auch sein, nach meiner Einschätzung, die fehlende rechtliche Ausgestaltung, sage ich mal. Also wenn wir uns das Ganze rechtlich anschauen, fragen wir uns ja schon, was ist da eigentlich datenschutzrechtlich zu beachten? Wie ist überhaupt die Verantwortlichkeitsstruktur? Sind das Auftragsverarbeiter? Sind das gemeinsame Verantwortliche? In welchen Fällen ist das der Fall? Also es sind ganz viele offene Fragestellungen, die noch an keiner Stelle vernünftig systematisch adressiert wurden. Es kommen jetzt einzelne Aufsätze beispielsweise im Datenschutzrecht von auch sehr prominenten Kollegen heraus, aber das steht noch ganz, ganz am Anfang. Die Forschung steht noch ganz, ganz am Anfang. Zweiter Grund. Der dritte Grund ist sicherlich auch die technische Machbarkeit. Also ich glaube, wir müssen ganz eng zusammenarbeiten zwischen Recht, Technik und Gesellschaft, um zu sehen, was ist eigentlich erforderlich, damit wir Daten teilen können. Die Standards wurden angesprochen. Ja, wenn ich Klinikdaten teile, dann müssen die mit Sicherheit auch einen gewissen Standard erfüllen, damit überhaupt die empfangende Klinik oder auch der Datenempfänger insgesamt etwas damit anfangen kann. Also das sind die drei Komponenten, die ich identifizieren würde. Ich würde mir daher wünschen, dass eine viel stärkere Systematisierung in diesen drei Bereichen und auch zwischen diesen drei Bereichen stattfindet. Wenn ich Ihr Eingangsstatement richtig verstanden habe, plädieren Sie auch für eine große Vielfalt an unterschiedlichen Möglichkeiten der Intermediäre. Ja. Genau, also man muss sich vor Augen führen, das einende Element aller Geschäftsmodelle, die bislang als Datentreuhand gedacht werden, ist, dass ich ein Intermediär habe, der im Fremdinteresse Datenzugang mittelt und dabei bestimmte entweder gesetzliche Vorgaben verfolgt oder privatautonom vorgegebene Vorgaben. Das ist sozusagen die Grunddefinitionsbasis. Und innerhalb dieses Modells sind aber ganz, ganz viele verschiedene Ausgestaltungen möglich, die unterschiedlichen Regulierungsbedarf nach sich ziehen. Ich mache Ihnen ein Beispiel. In Australien gibt es eine Datentreuhandperson, sozusagen, so will ich sie mal beschreiben, die Daten nur durchleitet, ja, die ich in Anspruch nehmen muss. Wenn ich bestimmte Datenzugangsansprüche geltend mache, muss ich die an die Person richten, die überprüft dann, ob ich berechtigt bin und welche Daten weitergeleitet werden können. Die hält die Daten aber zu keinem Zeitpunkt. Das heißt, wir können entweder als Durchleitungsinstanz ausgestalten oder als zentrale Speicherinstanz. Wir können das Ganze verpflichtend ausgestalten, wenn wir feststellen, es gibt einen Bedarf dafür, dass irgendwo Daten geteilt werden müssen. Und der ist so groß, Marktversagen ist so groß, dass wir einen verpflichtenden Charakter brauchen. Würde ich eher ganz, ganz vorsichtig betrachten. Ist aber möglich. Oder wir schaffen freiwillige Lösungen, Data Escrows, ähnlich einem Software Escrow. All diese verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten haben einen verschiedenen Regulierungsbedarf. Wir dürfen die nicht über einen Kamm scheren. Und wie reizen wir jetzt all diese Instrumente an? Also wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, wir versuchen mal, das zu systematisieren und den Regulierungsbedarf zu identifizieren. Das muss die Forschung tun. Die Politik
muss ich aber ebenfalls anschauen, wo es diese Instrumente bereits gibt. Und was wir meines Erachtens nicht tun dürfen, ist jetzt mit dem großen Regulierungshammer auf alle Konzepte gleichzeitig draufschlagen. Sondern wenn wir spezifische Modelle identifiziert haben, es gibt jetzt ja auch gerade einen BMBF-Call beispielsweise zur Entwicklung solcher Datentreuhandmodelle in Reallaboren, wenn wir wissen, es gibt vernünftige Modelle, die können wir für spezifische Probleme als Problemlösungsoption heranziehen, dann können wir hergehen und schauen, brauchen wir vielleicht freiwillige Zertifizierungslösungen, brauchen wir vielleicht staatliche Aufsichtsstrukturen. Aber ich glaube, die Vorarbeit, die muss erst noch geleistet werden. Herr Kollege Udurz, vielen Dank für die Zeitdisziplin. Ich hätte jetzt auch noch 30 Sekunden gegeben, aber ja, dann macht die Frage noch. Auch aus der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz kennen wir, dass Hemmnisse von Innovationspotenzialen, Rechtsunsicherheit, Anonymisierung ein großes Problem ist. Sie haben es vorher auch angesprochen. Können Sie dazu vielleicht noch was sagen? Standardisierung ist ein Thema. Genau. Also ich glaube, wir brauchen einen Mehrschritt. Standardisierung ist sicherlich ein Thema, das wir intensiv vor allem auch mit Technikern, im Dialog mit Technikern besprechen müssen. Welche Standardisierungsmodelle gibt es? Welche Techniken können wir dafür einsetzen? Und dann glaube ich aber auch, sehen Sie, wenn wir anonymisieren, dann ist ja immer die Frage, können wir in irgendeiner Form wieder de-anonymisieren und wird dadurch das Risiko für den Betroffenen wieder größer? Das dürfen wir nicht oder jedenfalls nicht in einem Maße zulassen, der für das informationelle Selbstbestimmungsrecht nicht erträglich ist. Das heißt, wir brauchen vielleicht diesen Straftatbestand und wir brauchen aber auch Methoden, von denen wir dann sagen, die sind so sicher, dass wir sagen können, wenn die eingehalten werden, dann vermuten wir, dass eine Anonymisierung tatsächlich stattgefunden hat, mit der Folge, dass wir raus sind aus der Datenschutzgrundverordnung und dass deshalb eine Datenverarbeitung dann auf rechtssicherer Basis möglich ist. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt wäre, ich glaube, wir brauchen dafür eben auch diesen von mir vorgeschlagenen Erlaubnistatbestand, weil wir eben immer eine nicht anonymisierte Erhebung von Daten haben, auch wenn wir anschließend in der juristischen Sekunde danach anonymisieren. Vielen Dank, Frau Professor Specht. Jetzt habe ich mir selbst natürlich ein Eigentor geschossen. Es waren mehr als 3 Sekunden, aber die Antwort war trotzdem spannend und interessant. Ja, so ist das manchmal. Für die SPD, Kollege Dr. Zimmermann, bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne noch mal an den Bundesdatenschutzbeauftragten eine Frage richten. Herr Kelber, Sie haben vorhin die Datenethikkommission angesprochen und es war, ist glaube ich kein Geheimnis, auch in den Koalitionsverhandlungen genau das Ziel zu sagen, Datenethikkommission, Enquete-Kommission sollen Vorarbeit leisten und die Ergebnisse sollen dann eben auch hier in die Strategie einfließen. Ganz offen gefragt, was aus den Ergebnissen der Datenethikkommission hätten Sie gerne noch zusätzlich in der Datenstrategie gesehen? Vielen Dank. Ich hatte vorhin ja ein Beispiel genannt, das gerade auch Frau Professor Specht-Riemenschneider angesprochen hatte. Ich glaube, dass man mit einem Straftatbestand der De-Anonymisierungsversuchs von Daten einen zusätzlichen Safeguard einziehen kann, der dann übrigens auch bei der Bewertung, ob eine Maßnahme als Anonymisierung gilt, zusätzliche Nutzen erbringt. Wenn ich die Zusammenarbeit zwischen Datenstrategie und Digital Governance Act jetzt sehe, werden wir uns sicherlich anschauen müssen, ob die Bedeutung von Algorithmen in der Datenverarbeitung insbesondere zur Vorbereitung semi-automatisierter Entscheidungen selber eigentlich abgebildet werden muss, weil das heute wahrscheinlich noch ein blinder Fleck der Datenschutzgrundverordnung auch ist, um 2 Beispiele wegen der Kürze der Zeit zu nennen, damit Sie Ihre 5 Minuten einhalten, Herr Abgeordneter. Vielen Dank, das ist sehr freundlich. Dann würde ich nochmal Frau Blankertz, auch nach etwas, was Sie vorhin auch angesprochen haben, was Sie auch in Ihrer Stellungnahme haben, das Thema Datentreuhandmodelle und die PIMS. Sie sprechen denen ja ein großes Potenzial zu und Sie erwähnen auch, dass andere Modelle vielversprechend sein können. Was sind denn hier aus Ihrer Sicht die grundsätzlichen Voraussetzungen für ein vertrauensvolles Ökosystem für den selbstbestimmten Umgang mit persönlichen Daten?
Also da tatsächlich die hinreichenden Voraussetzungen alle zu benennen, ist eine Herausforderung. Und ich glaube, das ist auch auf rein theoretischer Basis gar weder nötig noch sinnvoll, sondern das ist etwas, wo wir uns halt auch ein bisschen vortasten müssen. Was ich eben für wichtig halte, ist, dass wir uns diese Idee auch der informationellen Selbstbestimmung weiterentwickeln. Also dass wir eben halt nicht bei dieser Idee stehen bleiben, jeder kümmert sich um seine, um die Daten über ihn oder sie selbst und damit haben wir das Problem gelöst, weil wir eben, also es zum einen eine riesige Bürde bedeutet, dann, also natürlich können wir sagen, die Leute brauchen alle mehr Kompetenzen und dann können sie sich auch hoffentlich in ein paar Minuten am Tag darum kümmern, aber das ist, glaube ich, also auch nicht, dass die Idee, die wir als Gesellschaft davon haben sollten, wie wir mit unseren Daten umgehen wollen, sondern tatsächlich wissen wir eben auch, dass beispielsweise Überkorrelation das auch nicht nur ein Problem des oder der Einzelnen ist, sondern dass wir eben auch bestimmte Gruppen haben, die gefährdet sind. Also dass wir dort ja, also auch, sagen wir mal, auf der konzeptionellen Ebene eine Weiterentwicklung brauchen. Was wir dann sozusagen als Infrastruktur brauchen, da sind diese Ideen, die angesprochen sind von, also dieses ganze Edge Computing, Federated Learning, können durchaus hilfreich sein. Aber es ist eben halt wichtig, dass es zusammenkommt, also dass wir eine verantwortungsvolle Datengovernance haben, die den Input der einzelnen BürgerInnen und VerbraucherInnen wirklich auf ein machbares Maß beschränkt, dass eben, ja, dass nicht davon ausgegangen wird und gesagt wird, ja, steht ja in den Datenschutzbestimmungen, haben Sie halt nicht gelesen, blöd gelaufen. Sie haben ja das vorhin auch quasi aus der persönlichen Erfahrung geschildert. Wir haben ja ganz oft das Problem bei Dingen, die eigentlich sinnvoll sind und gut gedacht sind, dass es am Ende entweder an der Usability hakt oder vielleicht auch am Nudging. Also die Frage wäre da, was ist aus Ihrer Sicht sozusagen, was sind die kritischen Erfolgsfaktoren, damit dann am Ende das auch von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden kann oder auch genutzt wird? Also auf jeden Fall fürchte ich eine Reduktion der Komplexität der Entscheidungen. Also ich weiß, im Moment sehe ich aber tendenziell sogar zum Teil gegenläufige Vorschläge. Also dass oft gesagt wird, ja, wir müssen einfach noch weiter aufdröseln und dann können die Leute das doch wirklich selbstbestimmt entscheiden. Ich fürchte, das wird so nicht funktionieren. Wir werden Nudging brauchen und da ist eine ganz wichtige Frage, was ist eigentlich gutes Nudging und was ist ein Dark Pattern? Das ist auch wieder ein Bereich, da müssen wir viel mehr über Good Practices, Best Practices nachdenken, idealerweise eben einfach gute Beispiele beschreiben, dann können Unternehmen dem auch leichter folgen und so eben VerbraucherInnen auch tatsächlich dabei helfen und auch sich sicher sein, dass man ihnen hinterher nicht vorwirft, sie hätten sie irgendwie ausnutzen wollen. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion stellt die nächsten Fragen Herr Schulz. Jawohl, vielen Dank. Frau Lina Erich, ich würde Sie gerne zwei Fragen fragen. Erstens, Sie begrüßen die Prüfung durch die Bundesregierung, ob auf besonders datengetriebenen Märkten möglicherweise eine Pflicht zum Teilen bestimmter Daten erforderlich ist. An welche Märkte denken Sie hierbei und mit welchen Mitteln kann Ihrer Ansicht nach verhindert werden, dass die Marktdominanz großer Plattformen dabei nicht weiter zementiert wird, stattdessen auch kleine Unternehmen zum Zuge kommen? Ja, ich würde die beiden Fragen gemeinsam beantworten. Also wir haben natürlich in der GWB-Novelle jetzt auch gerade verabschiedet eine Konstellation, dass Daten geteilt werden müssen, wenn sie Bestandteil sozusagen von so einer sogenannten Essential Facility sind. Also quasi einen zentralen Markt und man davon ausgeht, dass praktisch ein anderer Marktteilnehmer hier sich nur etablieren kann, wenn die Daten quasi geteilt werden. Da ist es natürlich für uns schon relevant, dass man da guckt, wenn jetzt beispielsweise sehr spezialisierte Unternehmen, auch vielleicht im, ja, beispielsweise im Maschinenbaubereich, dann hier als eine sogenannte Essential Facility bewertet werden. Das würde ja dann das Bundeskartellamt machen und das sind auch sehr umfangreiche Prüfungen. Also das passiert ja alles nicht von heute auf morgen, sondern man guckt da sehr genau hin, dass dann natürlich das schon durchaus sein kann, dass für bestimmte
große auch Plattform-Player, beispielsweise Google und so weiter, es durchaus auch interessant sein könnte, dieses Spezialwissen auch mit Blick dann auf die Daten irgendwie zu erlangen und sich ein Stück weit zu etablieren. Und hier muss man natürlich einfach gucken, dass hier nicht wirklich auch die großen Plattform-Player, wo wir insgesamt ja derzeit sehen, dass die Markt- und Machtpositionen sich eher wirklich weiter ausbauen, dass die nicht weiter dadurch gestärkt werden. Also man muss da einfach ein ausgewogenes Verhältnis finden. Dann haben wir Datenteilungspflichten auch in dem auf europäischer Ebene gerade vorgeschlagenen Digital Markets Act. Die betreffen wirklich nur die großen Plattformen, die sogenannten Gatekeeper, die quasi so eine Art Torwächterfunktion haben, um halt hier auch das Verhältnis und den Wettbewerb untereinander sicherzustellen. Und das sind natürlich Punkte, wo es vor allem darum geht, dass entweder Händler, also auch gewerbliche Nutzer, die auf den Plattformen tätig sind, im Verhältnis zur Plattform zum Beispiel durch Daten, die sie erhalten, auch die Möglichkeit haben, ihre Angebote zu optimieren. Aber es gibt auch Verpflichtungen noch weitergehend, die Datenportabilität, die wir ja auch in der Datenschutzgrundverordnung haben, wirklich verpflichtend durchsetzen zu können, also gerade was auch die Plattform betrifft. Und das sind auch ganz viele wichtige Aspekte sozusagen des Datenteilens, wo aber spezifisch wirklich auch die großen Plattformakteure, die sogenannten Gatekeeper, verpflichtet werden und dementsprechend sozusagen an der Stelle auch eingebaut ist, dass unseres Erachtens dort keine Verzerrung stattfinden kann in der Form, dass durch eine Datenteilung dann diese großen Plattformakteure noch gestärkt werden würden. Ich habe noch eine für Sie. Die Bundesregierung soll nach ihren Vorstellungen das Problem gezielter Verbrauchermanipulation adressieren. Stichwort Fairness by Design. Wie sähe eine Entscheidungsarchitektur aus, die es den Verbrauchern erlaubt, wirklich freie Entscheidungen zu treffen, Frau Erich? Ich glaube, wenn ich hierauf die Antwort hätte, dann hätte ich auf jeden Fall ein neues Geschäftsmodell. Also es geht ja um sozusagen unfaire Entscheidungsarchitekturen, ein Stück weit manipulative Entscheidungsinfrastrukturen auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir sehen das bei der Einholung der Einwilligung in die Datenverarbeitung. Wir sehen das aber auch in Bereichen, wo es zum Beispiel um die Kündigung geht, um die Abmeldung von Diensten und so weiter. Also dieses ganze Thema Dark Patterns. Und ich glaube, ein zentraler Aspekt ist tatsächlich ein Stück weit auch der Punkt Privacy by Design, Privacy by Default, wenn es um Datenschutz geht, weil wir hier natürlich einfach schon mal ein Stück weit den Nutzer vorab in eine datenschutzfreundliche Architektur verpflichtend sozusagen bringen und man dadurch verhindern kann, dass ja einfach auch Unternehmen natürlich Möglichkeiten der Gestaltung ausnutzen, um die Nutzer in eine Einwilligung also zu drängen beziehungsweise sie zu lotsen. Das wären wichtige Aspekte, dass man wirklich diesen Prinzipien, die wir ja haben, dass man die stärker mit Leben füllt. Und dafür gibt es ja viele Ansatzpunkte, die die Bundesregierung auch weiter unterstützen kann. Vielen Dank, Frau Erik. Dann die nächste Fragerunde für die FDP, Mario Brandenburg. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Nutzer in die Einwilligung lotsen, den Ball nehme ich vielleicht auf. Wir haben uns im Rahmen unseres Antrags Datenpolitik selbstbestimmt und für Wettbewerb und Innovation auch lange mit der Cookie-Richtlinie befasst. Und ich hätte dann an der Stelle eine Frage an den Herrn Richter, denn Sie schreiben auch von einer gewissen Einwilligungsmüdigkeit und die Selbstbestimmung der Datenpolitik endet natürlich dann bei dieser Müdigkeit, schreiben aber auch beim Thema Delegierbarkeit von Datenschutz und Einwilligung, dass es problematisch sei, eben die Einwilligungsassistenten aus Datenschutzsicht. Könnten Sie uns diese Problematik darlegen und wie kommen wir an dieser Stelle weiter, weil die Müdigkeit ja durchaus auch eben gefährdend ist? Also diese Einwilligungsmüdigkeit, die sehen Sie ja mit jedem Cookie-Banner, wenn Sie sich oder Consent-Banner, wenn Sie sich im privaten Bereich umhören, nur anekdotisch, dann werden Sie überall diese regelrechten Hass auf diese Banner wird Ihnen entgegenschlagen, prophezei ich. Einerseits ist die Einwilligung so als Königsrecht im Datenschutz
angesehen, nach dem Motto, das ist doch der direkteste Ausfluss der informationellen Selbstbestimmung. Ich kann Einwilligungen erteilen oder ich kann sie verweigern, habe die volle Datenhoheit, die volle Datensouveränität, um diesen Begriff zu benutzen. Aber andererseits, wenn das dann 100-mal am Tag passiert, dann sind Sie es leid, sich in eine informierte Lage zu begeben, aus der heraus die Einwilligung ja nur erteilt werden soll. Sie sollen sie ja informiert abgeben und nicht blindlings. Und das ist natürlich schwierig, weil Sie sich als Verbraucherinnen oder Verbraucher nicht in diese juristisch-technischen Gefilde begeben wollen, was das jetzt genau heißt und was ist jetzt Third Party und was ist jetzt dies und was ist jetzt das. Da sind die Verbraucherinnen und Verbraucher einfach nicht bereit zu. Und dann wird einfach blind weggeklickt. Und dann ist natürlich eine Entwertung durch Inflation da absolut an der Tagesordnung. Nun ist die Frage, wie kommen wir davon weg? Wie kommen wir davon weg von dieser Einwilligung in jeden Cookie? Das ist schwierig. Die PIMS, die Personal Information Management Services oder Systems, verfolgen diesen Ansatz nach dem Motto, ich gebe diesem System meine feste Nutzerin oder Nutzerpräferenz vor und sage, in dieser Art von Cookies zum Beispiel, in dieser Art von Tracking, wie auch immer, bin ich bereit einzuwilligen. Ich sehe die Benefits, ich sehe den Trade-off, ich sehe, was ich davon haben kann, an Service ohne andere Kosten zum Beispiel. Und dann geht dieser Privacy Assistant oder wie man es nennen will, dann los und exekutiert meine Präferenzen. Das gibt es so noch nicht und es ist auch schwierig, unter das System der Einwilligung in der Datenschutzgrundverordnung einzubauen, weil da eben davon gesprochen wird, dass für jeden konkreten Fall informiert eingewilligt werden soll. Das heißt, Sie können gar nicht sagen, liebes System, das sind so meine grundlegenden Einstellungen, jetzt geh mal dahin an die Cookie-Front und drücke die entsprechenden Knöpfe für mich. Dann bin ich ja vom konkreten Fall als Nutzerinnen und Nutzer ein Stück weit entfernt, durch diesen ja, Intermediär, nenne ich ihn auch in dem Fall. Da ist die Frage, deckt die DSGVO ein solches Modell ab oder nicht? Oder muss sie geändert werden an dem Punkt? Muss zumindest eine Klarstellung erfolgen? Und sei es in den Erwägungsgründen oder an anderen Stellen, das ist durchaus zu diskutieren. Das ist auch natürlich unter dem Punkt Datentreuhand zu fassen, denn es gibt ja verschiedene Modelle zur Datentreuhand. Das kann sein die Nutzersouveränität, das kann sein Innovationsförderung, das kann sein Forschungsförderung, das kann sein Marktmachtbegrenzung. Also wir haben diese Funktionsfülle für Datentreuhänderinnen und die informationelle Selbstbestimmung wäre dann eine Funktion. Dann holen wir doch noch eine Minute den Herrn Kelber dazu. Deckt die DSGVO das ab? Herr Kelber, wie ist denn da Ihre spontane Einschätzung dazu? Wir hören Sie nicht, Herr Kelber. Wir hören Sie nicht. Auf einmal kam noch mal ein Dialog, dass ich noch mal die Stummschaltung aufheben solle. Wir haben als Datenethikkommission damals gesagt, dass es Weiterentwicklungen in diesem Bereich geben muss, Klarstellungen. Übrigens in beide Richtungen, sowohl Klarstellung des Rechtsanspruches in der Nutzung, als auch, dass dann die Möglichkeiten ausgeschöpft werden können, also dass auch akzeptiert werden muss, die Nutzung eines solchen Systems an der anderen Stelle. In einigen Bereichen gibt die Datenschutzgrundverordnung die Regelungen schon her, zusammen auch mit den noch notwendigen Anpassungen im Telekommunikations- und Telemedienrecht an der Stelle. Wir brauchen weitere Klarstellungen im europäischen Recht an dem Punkt, also insgesamt eine Weiterentwicklung, wobei auch schon auf bestehendem Recht bestimmte Formen solcher Intermediäre stattfinden können. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Die Fragerunde für die Fraktion Die Linke nochmal für Frau Domscheit-Berg. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte Dr. Henriette Litter noch einmal fragen zur Einbindung der Zivilgesellschaft. Da hatten Sie ja durchaus auch Kritik geäußert. Die Wahrnehmung, die ich hatte, war von der von Tankred Schipanski auch ein wenig abweichend, nur dass ich es mal erwähnt habe. Da würde mich interessieren, was konkret fehlt Ihnen denn in der Datenstrategie? Was hätte zur Zivilgesellschaft, ihrer Rolle, ihren Aufgaben, zu fördernden Programmen oder Maßnahmen, Akteuren, die einzubeziehen wären, Strukturen, was hätte da noch reingehört und sollte noch Zeit sein in die 5 Minuten? Ich sehe nämlich hier keine Uhr. Würde mich auch noch interessieren, wie Sie das Monitoring einschätzen, wie es geplant ist, die Bedeutung, die es hat und wie Sie sich wünschen würden.
Ja, vielen Dank. Da hatte ich in meinem Eingangsstatement angefangen zu sagen, einerseits klar, Zivilgesellschaft, und das erkennt die Datenstrategie, braucht den Kompetenzaufbau. Hier hätte man aber mehr als die erwähnten wenigen Maßnahmen tatsächlich aufzeigen können, also durch welche Art der Fortbildung, Barcamps oder was soll das geschehen. Zum Beispiel, ich sehe da ein großes Potenzial, auch Bereitstellung von Tools für Datenverarbeitung, die rechtskonform sind, Best Practices für so Newsletter, Spendenverwaltung, Umfragen, Mitgliedermanagement, Projektmanagement, Kommunikation, Cloud, alles, was die Zivilgesellschaft als Organisation braucht, bereitzustellen oder Best Practices bereitzustellen, gern Open Source, sodass das dann auch nachhaltig selbst pflegbar und anpassbar ist. Hier könnte die neu gegründete Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt eine Position, ein zentraler Player werden. Das taucht aber noch nicht auf oder ist mir nicht klar geworden, inwieweit dann dieser neue Akteur vielleicht diese Lücke auch schließen könnte. Generell finde ich auch, es ist zu wenig noch in der Datenstrategie in dem bereits angesprochenen Bereich gemeinwohlorientierte Datenpolitik. Und gerade auch was gemeinnützige Data Science angeht, könnte man hier natürlich noch weiter denken, mehr stärken. Organisationen wie Correlate, die haben jetzt schon eine gewisse Bekanntheit. Da gibt es noch andere, die ja eben auch Datenanalysen für gemeinnützige Organisationen, Initiativen anbieten und damit auch einen großen Mehrwert leisten. Also diese wichtigen Fähigkeiten nicht nur kommerziell nutzen oder nicht nur für den Staat zu nutzen. Dort werden ja auch Datenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesucht, sondern auch Wege zu finden, wie kann das auch für Zivilgesellschaft nutzbar gemacht werden. Da entstehen dann auch ganz tolle Anwendungen, die zum Beispiel für Barrierefreiheit extrem wichtig sind. Ich denke auch, es muss mehr in Richtung Technikfolgenabschätzung auch mit der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet werden. Da ist das Stichwort partizipative Technikfolgenabschätzung bei eben Beauftragung, Entwicklung oder auch dem Einsatz von Technologien, die aus Steuergeldern finanziert werden, eben grundsätzlich zu überlegen, sind diese gemeinwohlorientiert, gibt es gleichberechtigten Zugang zu Beteiligungsplattformen und so weiter, mit welchen Akteurinnen und Akteuren können wir diese Abfolgen, diese Schätzung auch unternehmen und somit sicherstellen, eben, dass dies auch gemeinwohlorientiert ist. Der Einsatz freier und offener Software kann abgeprüft werden. Der Einbezug besonders vulnerabler Gruppen, diskriminierter Gruppen in die Entwicklung und die schon genannte Barrierefreiheit. Das wären alles Punkte, die man sehr gern zusammen mit der Zivilgesellschaft auch erarbeiten kann. Diese auch viel mehr einzubinden bei digitalpolitischen Themen, sodass Gesetze auch immer diese Perspektive eben nicht nur der Konsumentinnen und Konsumenten, der VerbraucherInnen, sondern tatsächlich im Sinne der BürgerInnen in der Demokratie eben mitnehmen und das mehr mitdenken. Was auch wenig auftaucht, ist das digitale Ehrenamt. Das ist auch so ein Buzzword natürlich geworden in der jetzigen Zeit. Trotzdem, es ist noch nicht sichtbar. Es gibt immer noch das negative Image vom Hacker, der die eher etwas Negatives tut. Hier für mehr gesellschaftliche Anerkennung, für mehr Einbezug, Sichtbarkeit, Einladungen zu sorgen. Zum Beispiel Anfang März ist jetzt wieder der Open Data Day. Meines Erachtens ein informeller Tag des digitalen Ehrenamts. Sowas könnte man aber auch offizieller, größer gestalten. Im Fragekatalog habe ich auch gesehen, ist bezogen auf die Zivilgesellschaft auch eine Frage nach, welche Daten wären dann für die Zivilgesellschaft interessant. Das finde ich eine interessante Frage, denn prinzipiell sind alle Daten interessant. Und für die Zivilgesellschaft, und das sind ja eben die BürgerInnen, heißt es, je mehr Daten, desto besser natürlich, weil die Zivilgesellschaft sich informieren möchte, um Entscheidungen zu treffen, mehr Wissen braucht, um auch souverän ihre bürgerschaftlichen Rechte ausüben zu können und aber auch natürlich Innovationen schaffen kann. Also je mehr bei GovData im Datenportal liegt, desto besser. Und da kann die Zivilgesellschaft natürlich einen großen Beitrag leisten, hier auch dann tätig zu werden in Innovationskreation. Letzter Punkt ist vielleicht, was auch noch fehlt, ist ein gewisser Übergang. Es gibt ganz viele Initiativen, Projekte zu entwickeln, Ideen aus der Zivilgesellschaft zu formen.
Es gibt aber eine Lücke, was ist dann, wenn die Ideen gut funktionieren, wirksam sind, lange laufen, sowas wie kleine Anfragen, offener Haushalt, Politik bei uns. Da gibt es ganz viel, was Tausende von Nutzerinnen jeden Tag oder oft nutzen, was aber nicht Aufgabe der Zivilgesellschaft ist, diese quasi staatlichen Tools dann auch bereitzustellen. Und hier mehr ins Gespräch zu kommen, wie können dann wirksame auch Anwendungen aus der Zivilgesellschaft mehr dauerhaft auch in Strukturen übertragen werden. Eine Offenheit dafür zu schaffen, wäre ein großer Gewinn. Vielen Dank, Frau Litter. Die letzte Fragerunde für Bündnis 90 Die Grüne. Dieter Janicek, bitteschön. Ja, vielen Dank für diese spannende Diskussion. Ich möchte nochmal das Thema Gaia-X einmal vertiefen, beziehungsweise die Frage auch der Datenintermediäre und Aufbau von Dateninfrastruktur. Da würde ich gern Frau Blankertz fragen, was es da für Strukturen braucht, auch zwischen den Unternehmen, welche Regelsetzungen und kommen nur staatliche oder auch privatwirtschaftliche oder genossenschaftliche Datenmittler in Frage, einfach diese Strukturfrage nochmal zu beantworten. Und die zweite Frage wäre dann in Richtung Verbraucherschutz nochmal die Frage dann der Gemeinwohlorientierung. Wo gibt es eigentlich Modelle, die skalierbar sind und die wir als Politik auch fördern sollten? Vielleicht mal ganz konkret gefragt. Ja, zur ersten Frage. Welche Struktur sollten diese Intermediäre haben? Also da es im Moment halt relativ wenige von diesen Intermediären gibt, würde ich erstmal sagen, sollten wir das eben nicht unnötig beschränken. Was gerade zwischen Unternehmen oft fehlt, da hat ja auch Luisa Specht schon einige Punkte genannt. Einen Punkt, den ich dennoch hinzufügen würde, ist, die Transaktionskosten sind enorm hoch für Unternehmen. Also um überhaupt erstmal herauszufinden, welches andere Unternehmen hat denn Daten, die mir vielleicht noch einen Nutzen bringen könnten. Also das ist im Moment sozusagen, man weiß gar nicht, wo ist denn hier eigentlich der Markt? In Indien gibt es so eine ganz interessante Idee, dass man dort sagt, wenn Unternehmen Daten haben, sollen sie im Grunde genommen die Metadaten an eine Plattform schicken, die dann sozusagen als Metadatenmarktplatz fungiert, damit man eben halt sehen kann, wer welche Daten hält. Ich glaube, das ist in der Praxis verdammt schwierig, also gerade wenn man das auch noch sektorübergreifend macht und so weiter. Aber sozusagen von der Idee her ist das, also ist einfach diese diese Suchkosten sind im Moment sehr, sehr hoch. Und da kann man einerseits hoffen, dass sich da von alleine auch ein bisschen was tut, aber man kann natürlich auch gerade in Bereichen, in denen auch dann man staatlich aktiv ist, kann man auf jeden Fall auch wieder vorangehen und erstmal zeigen, was haben wir denn für Daten, wie kann man die beschreiben und dann auch. Und was wir auch brauchen, sind dann auch Preissetzungsmechanismen. Also da ist man noch sehr im Dunkeln, sozusagen, wo trifft man sich? Im Automobilbereich gibt es da erste Ansätze, dass man eben halt ja, verschiedene Preismodelle austestet. Das sind auf jeden Fall auch noch Voraussetzungen, bei denen man gar nicht, ja, das ist nicht nur an der Politik, diese zu schaffen. Und ob das dann staatlich, genossenschaftlich oder privatwirtschaftlich gestellt wird, wie gesagt, würde ich erstmal offen lassen, beziehungsweise, glaube ich, hängt das dann eben auch vom Bereich ab. Also in einem privatwirtschaftlichen Datenaustausch brauchen wir sicherlich keinen staatlichen Akteur. Genossenschaftliche Modelle sind sicherlich interessant, gerade wenn es auch möglicherweise darum geht, bestimmte Machtungleichgewichte zu adressieren, beispielsweise innerhalb von Wertschöpfungsketten oder auch von VerbraucherInnen gegenüber Unternehmen. Die zweite Frage, oh Gott, das müssen wir nochmal, war. Ja, welche Modelle Richtung Gemeinwohlorientierung denn schon vorliegen jetzt? Also wir reden ja immer von gemeinwohlorientierter Datenpolitik. Was brauchen wir? Was kann man da skalieren? Ja. Das ist, es ist nicht so einfach. Also gerade das, was man. Es gibt viele, sagen wir mal, viele kleine spezifische Modelle. Also beispielsweise gibt es Datenbanken für Medizindaten, Biobanks auch in England, bei denen das ganz gut funktioniert. Aber die sind halt erstmal spezifisch für Medizindaten, für Forschungszwecke. Dann ist natürlich auch eine Frage, wie definieren wir das Gemeinwohl? Also müssen wir hier nochmal eine enge Grenze ziehen, dass es sozusagen
Projekte sind, bei denen es nur darum geht, Gemeinwohl zu fördern. Ich würde sagen, an vielen Stellen würde ich auch hier wieder für ein breiteres Verständnis plädieren, dass man sagt, auch wirtschaftliche Anwendungen schaffen in vielen Fällen Gemeinwohl. Also eben auch bei der Impfforschung im Moment ganz, ganz direkt sieht man, dass dort auch Nutzen geschaffen wird über den, sozusagen über den Preis hinaus, der dafür bezahlt wird. Oder die Gewinne, die dann Unternehmen damit machen. Also deswegen ist, ja, ich glaube, wenn ich da viele gute Beispiele kennen würde, bei denen ich schon sagen würde, die brauchen wir eigentlich nur noch zu skalieren, dann würde ich Ihnen die gerne nennen. Ich glaube, wir sind noch in einer frühen Phase, in der wir vieles suchen und noch austesten müssen. Vielen Dank. Dieter Janicek, die 16 Sekunden werden dann irgendwann gut geschrieben. Wir haben die zweite Runde beendet. Ich finde, es war eine sehr spannende Anhörung. Vielen Dank an die Sachverständigen, an die hier sind, an die zugeschaltet sind. Vielen Dank für das interessante Gespräch und für die wertvollen Hinweise. Ich hoffe, Sie werden auch Einzug in Politik finden. Das ist ja immer das, was wir am Ende auch erreichen möchten. Ich danke den Zuhörerinnen, den Zuhörern, Zuschauern. Im Saal ist es sehr überschaubar, aber vielleicht online und auch im Nachgang hoffe ich darauf, dass noch viele das sich anschauen werden. Ich danke dafür, dass das so technisch gut geklappt hat. Danke an das Sekretariat und die Technik, dass wir hier so eine gute Übertragung und Durchführung der Veranstaltung auch hatten. Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, auch die zugeschaltet waren bei der Sitzung, für die intensive Mitarbeit. Ich darf noch hinweisen, die nächste Sitzung des Digitalausschusses wird am 3. März um 15 Uhr wie üblich im Saal E300 im Paul-Löbe-Haus stattfinden. Und für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen Resttag, einen schönen Abend und die Sitzung ist hiermit geschlossen. Herzlichen Dank.